Schuhe an. Das Aftershave mit dem explosiven Duft eines Eau de Toilette. Mit diesem Duft kann dir alles passieren. In drei exklusiven Duftnoten. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zur Beauty-Show von Maschines Late Night Show. Ein Spin-off der absoluten Extraklasse. Damit auch willkommen im hedonistischen Widerstand, liebe Freunde. Und natürlich Hashtag Girls United ist was, was wir immer sagen. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Natürlich euer Ober-Beauty-Experte Maschine, das bin ich, weil ich so eine verdammt arrogante Sau bin. Auch das könnt ihr natürlich wieder in den Chat schreiben. Ich erwarte von euch auch viele, viele Fragen an unsere Beauty-Experten, an unsere Styling-Experten, wenn ihr irgendwelche Tipps haben wollt oder Tipps habt und dann nicht sicher seid, ob sie funktionieren, dann könnt ihr unsere Beauty-Experten natürlich sehr, sehr gerne fragen. Heute wird natürlich auch wieder ein schöner Schnaps bereitgestellt. Ich habe mir heute für die Schönheit von innen einen Linea Aquavit besorgt. Ja, der ist hier drin. Und ich habe eine nagelneue Schnapsglocke. Diese Schnapsglocke ist diese hier und sie hat einen wunderbaren Klang, auch wenn sie ein wenig festhängt. Und deswegen trinken wir jetzt auch alle gemeinsam den ersten Schnaps. Das ist die neue Schnapsglocke. Sie klingt so. Passt ja auch irgendwie viel, viel besser zu Beauty, denn wir sind ja heute ganz ruhig und sehr fachlich orientiert. Insofern Prost, meine Lieben, auf die innere Schönheit. Oh, jetzt habe ich schon, Christo. Macht ja nichts. Okay, dann sind wir auf dieser Seite hier, mein lieber Christo, und gehen einmal rüber. Denn heute dreht sich alles um Beauty-Kosmetik-Tipps, ob auf Tour, zu Hause oder sonst wo. Unsere Styling- und Beauty-Experten stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Ich habe es eben gerade schon erwähnt. Und haben einiges anzubieten. Das alles natürlich gleich im Zoom-Chat, den wir euch dann auf den Stream geben werden. Ganz besonders passend ist natürlich wieder Saskia. Sie ist unten schon zugeschaltet im Zoom-Chat. Saskia Todi, ihr kennt sie vom Metal-Yoga. Sie kümmert sich heute um Body-Shaping at its best mit Metal-Yoga live eine Stunde lang während Maschines Late-Night-Show Beauty Spin-Off. Und das alles direkt aus Florida zugeschaltet, aus dem Start der Sonne, in dem es im Moment nur regnet. Natürlich haben wir last but not least wieder meine Showband dabei, die schönste Showband der ganzen großen weiten Welt mit ihren 1-Minuten-Songs. Da werden wir gleich ein bisschen was hören. My dear aliens, I know that you can hear me, so please prepare for your first song. Außerdem haben wir noch allerlei Überraschungsgäste mit am Start, die wir einfach dann dazu schalten werden und auch die werden euch begeistern. Ich bin mir ganz, ganz sicher. In dieser Beauty-Show, wird passieren, was immer so passiert in Maschines Late Night Show. Keiner weiß es so genau, aber ich bin sehr, sehr gut vorbereitet. Zum Beispiel jetzt auf Alien Rocking Explosion, meine sehr verehrten Damen und Herren, die uns extra für die Beauty Show Liebeslieder und Lieder zur Schönheit komponiert haben. So, my dear aliens, please start your first song. Amen.
Das, meine lieben Freunde, waren The Alien Rocking Explosion direkt hier aus unserem Studio der Weltjugend. Und wir müssen jetzt einmal rüberschalten, bevor wir in den Zoom-Chat schalten und zu den ersten Beauty-Tipps kommen, beziehungsweise eure Styling-Experten erstmal von mir vorgestellt werden. Schalten wir einmal rüber in das Weiße Haus nach Washington zu Donald Trump, zu seiner Rede der Nation, zu seiner Rede der Schönheit. Und vorher natürlich ein klein wenig Werbung. New York. Es hagelt Kritik. Die Frisur hält. Drei Wetter Trump. Mit der Air Force One über den Atlantik. Beißender Spott. Das Haar sitzt. Drei Wetter Trump. Berlin. Heftiger Shitstorm. Das Haar bleibt geschützt. Selbst eine Legislaturperiode später sitzt die Frisur noch immer perfekt. Drei Wetter Trump. Von Schwachkopf. We're going to make your hair great again. Hi, my dear fellow Americans. This commercial is fake. Beauty is fake, but the truth anyway. Beauty first. That's it. I don't know why, but I have the absolute authority to reopen the country and hairdresser grade again. I bought the German wall to isolate New York and New Jersey or things. They did a great job. It's sad. That's why I quit the World Health Organization, just because of my authority. Absolute authority. No fake. I know, because of beauty. Listen, no fake corona is harmless. By truth, as Melania said, you are in one boat. I'm somewhere else, I believe. What the hell is happening to Fox News? It's a whole new ball game over there. Well, trust, it's sad, but this is by far the biggest decision of my life. Shall I open McDonald's or Burger King first? Or America first? Or what or else? And what is Sweden? And where? You know, they didn't have this thing, no fake. We did a great job. Stop spreading panic. Make beauty great again. And what is Sweden and where? And you know, they did this, I don't know. So listen, our economy will be bigger, better and stronger before. America first, beauty first. We trust in America. It's the truth and my name is Donald. The truth. Donald Trump. I learned my name in school, although we need restaurants first. And you know, no fake, Donald Trump will be re-elected. I know him, like Kanye West. We have made incredible progress. It's fake, but it's the truth. In my three levels flat and my hair fits perfect. Beauty first. I have ready. Kennen Sie die Shampoos, die Ihr Haar wieder aufleben lassen? Ja, hat sie. Schönes Haar ist dir gegeben, das Leben ist klar. Gib ihm Liebe, gib ihm Pflege, erleben im Jahr. Lass dir keinen Tag entgehen, das Leben ist klar. Schönes Haar ist dir gegeben und zeig es, dass das Leben richtig wieder auf. Haare gut, alles gut. Und Gart hat die richtigen Mittel und Wege zu schönem Haar. Wie wär's? Gart gibt Ihnen das gute Gefühl. Thank you very much, my dear aliens, of course, and Mr. Donald Trump. Er hat sich extra für uns zugeschaltet hier direkt aus dem Weißen Haus, um diese Rede zu halten, dass kreide ich ihm hart an, meine Lieben. Jetzt kommen wir natürlich zu unseren Gästen, zu euren Styling-Experten, zu den Menschen, die euch heute hier mit ihren Beauty-Tipps begeistern werden. Wir schalten einmal in den Zoom-Chat, mein Lieber, um uns diese Leute einmal anzuschauen. Da sind sie. Einen herzlichen Applaus an den Mann, der sich dem Wert der Schönheit sehr wohl bewusst ist. Ein alter Bekannter hier in der Late-Night-Show, der mit seiner Styling-Rubrik natürlich hier in der Beauty-Show nicht fehlen darf. Bei ihm wird Haarpflege groß geschrieben. Einen großen Applaus für Mr. Doggy Dan. Er ist Hallo, noch nicht da. Hallo, Helmer, meine lieben Schätze.
Thank you very much, Dan. Dankeschön, Dan. Wir haben ihn jetzt noch nicht hier, aber er wird später zugeschaltet. Mein Late Night Animal ist ein bisschen spät dran heute, aber dann gibt's seine Einleitung auch später. Wir haben einen Herrn, und da freue ich mich ganz besonders, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Eben war er noch mit seiner Band Beyond the Black in den Autokinos dieser Welt unterwegs, und heute ist er schon wieder hier als Beauty-Experte in meiner Show. Und er zeigt uns, dass Schönheit von innen kommt und wie man natürlich trocknet. Wir werden uns das anschauen. Einen riesengroßen Applaus und willkommen, Herr Chris Hermsdörfer. Seine Berufung, also die Berufung meines nächsten Gastes und eures nächsten Experten, Influencer ist er. In Sachen Kosmetik, Haut- und Augenpflege wird bei ihm groß geschrieben. Und mit seinem eigenen Styling-Blog ist er auf Instagram so bekannt wie ein bunter Hund. Er weiht uns heute in seine Geheimnisse zum Thema Gesichtsmaske und Augenpflege ein. Hier ist er, Henna. Hallo, liebe Beauty-Victims vor den Geräten. Und wir müssen gleich beginnen mit Chris. Danach können wir uns ein bisschen entspannen. Aber Chris hat es sehr eilig. Er hat mir vorhin noch geschrieben, dass er unterwegs ist zu einer Beauty-Show nach L.A. Er ist also quasi schon fast auf dem Weg in der Vorbereitung dafür. Und da wollen wir ihn natürlich ziehen lassen. Ist ja schließlich sein Job. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Chris. Hallo. Hallöchen. Ja, ich bin schon in der Maske sozusagen. Ich trockne von innen und von außen gerade noch so ein bisschen aus. Ist ja Sonntag, ne? Und ja. Schön da zu sein. Wir sind ja da, glaube ich, bei irgendeinem Stream hier zusammen Juni, Mai dieses Jahres auf jeden Fall auf die Idee gekommen, glaube ich, einen Beauty-Stream zu machen. Ganz genau so ist es. Und es hat jetzt lange gedauert. Und endlich ist es natürlich nun soweit, dass ihr alle da seid und wir genau mit dieser Beauty-Show loslegen können. Bevor wir zu deinen Beauty-Tipps kommen, möchte ich natürlich noch einmal die anderen Gäste begrüßen und auch beklatschen. Wir haben sie da unten, ich habe sie eingangs schon erwähnt. Saskia ist zugeschaltet, direkt live aus Florida mit ihrem Body-Shaping at its best. Heute Metal-Yoga mit Saskia natürlich. Hallo Saskia. Hallo Maschine. Moin. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber immer doch. Ich habe mir was ganz Besonderes heute fürs Assblast ausgedacht. Ah, okay. Willst du es schon sagen oder willst du noch warten? Nee, also es wird alles, also das Thema ist ja Beauty, ne? Und deshalb Bauch, Beine, Po gehören ja auch dazu. Und deshalb werde ich heute helfen, einfach mal den Bauch und die Beine und den Po so ein bisschen schöner zu machen. Sehr gut. Da hat wahrscheinlich Henna ganz, ganz richtig doll zugehört. Der hat ja immer so ein bisschen Probleme hintenrum und deswegen wird er da wahrscheinlich auch aktiv mitmachen, nehme ich einfach mal an. Ja, das Henna sagt schon ja. Sehr gut. Und natürlich haben wir unsere Newsdesk junge Lady, Wellness and Beauty, hat sie sich hinten auf die Fahne geschrieben. Ihr schreibt ihr bitte alles, was ihr an Fragen habt zum Thema Beauty und Pflege, Kosmetik auf Tour oder auch zu Hause. Herzlich willkommen, Sabrina. Hallo zusammen. Schön, dass du auch da bist. Bitte dein Augenmerk heute ganz besonders auf den Chat richten, damit wir auch keine einzige Frage verpassen. Und damit einmal zurück zu... Ach so, na und natürlich, ja, die Aliens habt ihr ja schon kennengelernt. wir gehen zu Chris zurück. Chris, ihr wart gerade noch mit Beyond the Black unterwegs in einer Autokino-Show. Auch da haben wir euch natürlich zugeschaut und da sahst du sehr gepflegt aus. Hast du da was ganz Besonderes getan für die Show? Tatsächlich passend zu meinem einleitenden Themen habe ich mein Haar, wie auch gerade eben, wunderbar naturtrocknen lassen. Ist wirklich, finde ich, wer es kann, das Ding schlechthin. Natürlich vorher schön bürsten, ne? Und dann geht das auch. Also dann, ich glaube hier die langhaarigen Menschen, ja, sind eigentlich alle, bis auf... Wobei, du hast ja jetzt auch eine geile Locke, habe ich vorhin gesehen, ne? Hier Emo-Locke. Auch langhaarig, Maschine. Quasi. Ja, genau. Also nur an der Seite, nur oben nicht mehr, nur noch an der Seite, aber... Also immer schön naturtrocknen, immer nicht da hinföhnen, nee. Und dann läuft das.
Ich hab eine Frage zwischendurch. Du hast ja das Handtuch so schön um dein Haupt gewickelt. Das ist ja ein Tipp, den wir von Doggy Dan in einer Late-Night-Show schon mal bekommen haben. Doggy Dan, sag mal, ist das deine Wickeltechnik eigentlich, die der Chris da angewendet hat? Oder hörst du gar nicht zu? Nein, der Chris hat eine andere Wickeltechnik und sieht ein bisschen oldschool aus, aber passt ja zu ihm. Also ich würde da in einem gesonderten Tutorial nochmal drauf eingehen und ihm das zeigen. Ja, das ist schön. Okay, Chris, eine Sache noch, bevor wir anfangen, wirklich zu Beauty zu kommen. Ihr seid bei Wacken Worldwide ja auch mit am Start. Oh ja. Was habt ihr da vor? Was wollt ihr da, was macht ihr da? Ja, also erstmal natürlich wollen wir sehr schön sein. Das kann ich gut verstehen. Ich denke, mit den Tipps, die wir heute alle kriegen, ist das dann auch ganz einfach möglich. Ansonsten gilt es natürlich, es gibt Wacken. Ich meine, das ist doch mega fett, oder? Also ich meine, vor Monaten waren wir froh, wenn wir noch irgendwie Musik überhaupt hören durften, so gefühlt. Und jetzt gibt's Wacken. Also das ist doch geil. Also wir freuen uns natürlich wie Bolle, da wirklich dabei zu sein. Und was genau tatsächlich, außer eine fette Show natürlich, die wir versuchen dann da abzuliefern, im Mixed Reality. Also das ist ja fast so ähnlich wie alles, was wir hier machen, nur noch vermixter, schätze ich mal. Ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Ich war da noch nie in diesem Mixed Reality Ding. Ich kenne es nur, bin ich noch da, ja. Ich kenne es nur tatsächlich, es ist ja diese Technik vom Mandalorian, ne? Also so diese wunderbare Serie, die da irgendwie ja alle Rekorde gebrochen hat im Star Wars Imperium, die dank Baby Yoda und jedem Zeug, da werden wir dann wahrscheinlich auch uns in eine wunderbare Welt begeben und eine geile Show abliefern. Zusammen mit In Extremo und Blind Guardian, die schon, Havenshire Burn ist ja auch dabei und ich glaube, da kommen ja noch ganz, ganz viele. Ist ja noch erst die erste Fuhre, ist ja erst bekannt. Also fette Sache. Ja, also umso mehr Grund, sich wirklich schön zu machen, auch für die anderen Bands, die man ja auch lange nicht gesehen hat. Ja, was hast du uns denn für Tipps mitgebracht heute, Chris? Ja, also wir haben uns ja letztens unterhalten, da war es auch so ähnlich, da hatte ich aber tatsächlich einen Zopf und dann habe ich hier das Haar aufgemacht und dann kamen wir auf diese Haare und dann hatte ich tatsächlich damals gesagt im Chat, so ein natürliches Trocknen, das ist auf jeden Fall, ich habe auch gesagt Schönheit von innen und da habe ich eigentlich natürlich gleich den perfekten Wink für dich, für dein neues Glöckchen und zwar empfehle ich natürlich Schärfe von innen, ich weiß gar nicht, sieht man das, jetzt wird scharf. Und zwar wunderbarer Jägermeister, ja. Scharf, es steht hier auch, schärft den Charakter. Man kann es noch nicht sehen, weil meine Kamera ein Arsch ist. Aber ansonsten, es steht auf jeden Fall da. Und du darfst, wenn du willst. Da läute ich natürlich direkt in die große Kamera rein, in die totale, damit wir auch alle wirklich mitbekommen, dass es heißt Schnaps, 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 meine Lieben. Im Übrigen, die Schönheit von innen wird noch schöner, wenn auch ein schönes Glas dazu benutzt wird. Und guck mal, da ist die Schnapsbeauftragte. Komm ruhig rein, Anna. Ja, jetzt ist ja egal. Du bist im Stream als Schnapsbeauftragte. Sehr schön. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir wollten nur unseren Schnaps greifen. Dann können wir auch in Zoom-Chat zurückkehren. Wunderbar. Und sagen einmal Prost in alle Richtungen. Auf die Schönheit. Hier sind sie. Nee, tatsächlich glaube ich, lieber Maschine, dass sehr viel Schönheit tatsächlich von innen kommt. Also nicht nur aus dem wunderbaren Jägermeister, sondern wieder so ein uraltes Ding. Ne? Also ich meine, klar, von außen ist immer alles subjektiv und was irgendwie jemand geil oder schön findet. Aber ich glaube tatsächlich, so ein bisschen sich selber von innen heraus, das, was man eigentlich machen möchte, ob jetzt diese Wickeltechnik auf dem Kopf oder eine andere oder ein Disney Minimäuschen oder Mickey Maus oder was auch immer du trägst, was du, wie du die pflegst, was du halt einfach schön findest. Es muss ja von dir rauskommen und ich glaube, wenn du das geil rüberbringst, dann bist du auch schön. Also bei dir geht es in erster Linie wirklich darum, dass man positiv denkt und dass man sagt, ich bin schön, ich fühle mich schön. Da können wir ja ganz kurz mal das machen, was ich immer jeden Tag mache. Vielleicht spielt das ja in deine Richtung rein. Ich wache ja jeden Morgen vorm Spiegel, baue ich mich auf, kämme mich, föhne mich, mache mich hübsch, rasiere mich und sage dann zu mir, I am important. Ja, I am important. Und das können wir ja einmal alle zusammen gerne machen auf 1, 2, 3.
I am important. Ganz genau. Ich denke mal, das ist so ungefähr das, was du meintest. Ja, tatsächlich. Also es gibt ja für uns Musiker, gibt es ja diese, ganz wichtig immer mal wieder, das Muskelgedächtnis. Also ich glaube, so wie willst du auch sonst nach 800 Bier noch ein Solo spielen? Das geht ja gar nicht mehr. Wenn die Muskeln sich das nicht gemerkt haben, wer dann? Also ich dann nicht mehr. So gesehen, glaube ich, wenn die Zellen sich ein Solo merken können, dann können sie sich auch merken, dass sie schön sind. Also so gesehen ist es doch Schönheit von innen. Okay, also hat Schönheit von innen mit dir, bei dir nichts mit Aloe Vera und so Sachen zu tun, die man zu sich nimmt, sondern eher mit der Einstellung. Du hast noch einen guten Tipp für die Haare, habe ich mir sagen lassen. Also für das Trocknen der Haare. Was ist da wichtig, damit die Haare auch wirklich liegen und gut fliegen bei der Show? Also tatsächlich, wie gesagt, lasse ich sie, also ohne Witz, das ist ja auch nicht so der Hergericht. Also das Ding hier, ich muss mir natürlich noch hier die Doggy Dan Wickeltechnik auch nochmal zeigen lassen, weil ich glaube tatsächlich, dass sobald ich mich hier schneller bewege, ist dieser Kopfturfahren weg. Aber ich kämme sie mir schön schon mal hin. Tatsächlich sieht es nicht so aus, aber es ist doch so. Und dann lasse ich die tatsächlich, also was mich dann immer natürlich nervt, deswegen auch hier verschiedenste Turban-Techniken, ist dann, wenn die nassen Haare hier auf den T-Shirts und so rumhängen. Also deswegen schön einwickeln, damit der erste feuchte Schwall schon mal weg ist und danach einfach abtrocknen. Also ich, wie gesagt, ich streite mich hier auch immer mit der Frau, die föhnt sich immer früh einen weg und ich sage immer, nee, ey, mach das nicht, das ist Quatsch. Ja, aber deine Haare können das, meine Haare können das nicht. Also es kommt schon auch auf den Typ drauf an. Also es ist schon, ich möchte jetzt hier nicht sagen, nur noch hier vom Berg runter mit dem Stein und sagen, hier, das ist das Haargebot. Es muss schon passen, ne? Also, aber der Dan, aber, der Dan hat eben gerade ganz, ganz... Schöner fliegen tun sie mit Naturwind statt Elektro. Also der Dan hat eben gerade ganz wissend nochmal in die Kamera gelächelt und hat noch einmal durch seine Aloe Vera hindurch noch einmal bestätigt. Dan, kannst du das bestätigen? Ja, total. Also ich finde auch, das normale Lufttrocknen ist wesentlich besser, als mit dem Föhn darum zu hantieren. Und ich kann Chris aber gerne innerhalb von einer Minute gerne meine Wickeltechnik zeigen, weil ich hier auch mein Haarhandtuch gerade griffbereit habe. Das haben wir ganz schnell zusammen erledigt, weil die sitzt viel fester auf dem Kopf und du kannst dich damit auf dem Festival wesentlich besser bewegen und siehst jetzt nicht aus wie Turban-Mensch. Pass auf, Chris. Du holst dein Handtuch, ganz normal hier. Ich habe wieder mein geklautes Wackenhandtuch, wie immer hier. Und du schlägst es an der Seite ungefähr so 3 Zentimeter zu dir ein. Hast du es? Zu deiner Seite schlägst du es einfach 3 Zentimeter rum. Dann legst du es dir auf. Alter, Chris sieht aus wie König der Löwen. Und schmeißt deine Haare rein. Hast du? Reingeschmissen. So, reingeschmissen. Und dann einfach links, rechts rumwickeln. Der kann das nicht sehen. Dann hast du ja hier diesen kleinen Nupsi, wo du das Handtuch reinschieben kannst. Einfach Haare nach hinten. Und dann sieht es halt so aus, weißt du? Ja, das musst du vielleicht nochmal extern üben ein bisschen. Aber ich würde dir jetzt gerne helfen. Aber guck mal, Alter, ohne Scheiß. Ich kann hier mich bewegen und auch bängen und so. Das bewegt sich halt nicht wirklich. Ja, ich kann mich auch noch bewegen, aber nicht lang. Ich habe da Vertrauen in dich. Guck dir das Video einfach nochmal an. Ja, ja, ich hab ja wie immer deine Kamera auch nochmal separat aufgezeichnet. Und deswegen schaue ich mir das alles nochmal genau dann im Guck mal, und Henna hat es auch gleich mitgemacht. Sieht auch sehr gut aus. Also wie gesagt, der einzige Trick, Kinder, ist, dass man halt hier diese 3 Zentimeter rummacht. Aber das bekommt ihr hin, da bin ich mir... Ja, ich glaube, es waren nur 2 tatsächlich. Ich habe, glaube ich, nur 2 gemacht. Das war das Problem. Ich versuche es dann nochmal. Vielleicht noch war das der Fehler, ja. Das, und das natürlich kein Wackenhandtuch. Das hier ist irgendwie... Guck mal, können wir einmal ganz kurz auf die Aliens gehen? Einmal auf die Aliens gehen. Schaut euch mal bitte die Aliens an. Ich habe überlegt, ob ich mein Summer Breeze-Handtuch raushole. Aber das darf ich ja hier, glaube ich, nicht. Nein. Du darfst alles, was du möchtest in Maschines Late Night Show. Das ist ganz egal. Selbst beim Beauty Special. Aber ich möchte einmal, geh mal nochmal bitte kurz auf die Aliens. Aliens, you look perfect. Look at the aliens. Ivan, show your face.
Yeah, that's pretty cool. That's how to do it when you're going on stage. That's quite perfect. So aliens, you can prepare, yeah, but just wait 2 minutes. Chris, ich finde, dass du jetzt viel besser aussiehst als mit dem Handtuch, muss ich sagen. Nee, durch das Handtuch, nicht. Nee, mit dem, also ohne das Handtuch, siehst du besser aus. Also Handtuch ist wirklich nur so für zwischendurch, das ist eigentlich nicht tragbar auf der Straße. Ja, ist auch kann auch tatsächlich ab und an zu Verwirrungen führen, wenn ich mit dem Handtuch irgendwo hinlaufe, tatsächlich. Aber da das muss man selbstbewusst einfach drüber stehen. Das ist das Normalste der Welt. Ja, wie ja. Ich vorhin sagte, wenn du es willst, tu es. Dann schaust du auch damit schön aus. Ja, also ich muss sagen, das waren doch schon mal zum Anfang zwei seichte, aber doch sehr, 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 sehr schöne Tipps. Meine liebe Sabrina, gibt es da zum Chris irgendwelche Fragen durch Zufall? Ja. Schon. Die Nadine hat die Frage, und zwar, wenn man auf Tour ist, hin und wieder hat man halt nicht wirklich die Gelegenheit, sich immer sofort die Haare zu waschen. Die Frage lautet also demnach, fettige Haare und keine Möglichkeit, Haare zu waschen. Was macht euch fresh? Was macht mich fresh? Also tatsächlich, es gibt keine Möglichkeit, Haare zu waschen, gibt es nicht. Du kannst immer die Haare waschen. Ob auf dem Rastplatz mit einer Mineralwasserflasche oder Fanta oder auch am Bus-Trucker-Stop mit, ja, hoffentlich kein Gruppenduschen. Es gibt immer eine Möglichkeit, auf jeden Fall irgendwo sich die Haare zu waschen, so gesehen. Tatsächlich, irgendwie schafft man es immer, aber klar, also ich habe auch immer mal wieder gibt schon mal ein, zwei Tage, wo du auch mal tatsächlich die Haare nicht waschen richtiger deutscher Satz, den ich sagen wollte, war, kannst du nicht immer, sollst du aber ja auch nicht immer, denn tatsächlich ist es ja wohl nicht gesund, jeden Tag die Haare zu waschen. Manchmal finde ich es auch nicht ganz, verstehe ich es nicht, weil meine Haare sagen zu mir, doch, du sollst, aber es ist ja wohl gesünder, jeden zweiten Tag, nur sagt man. Genau, richtig. Ja, duschen ja genauso, ne? Duschen soll man ja auch nicht jeden Tag, weil es ja die natürliche Fettschicht abbaut. Also insofern ist eigentlich ein Leben auf Tour eher eigentlich ein Gesundheitstrip. Man könnte sagen, fast wie ein Spa. Total. Nutzt du denn halt außer Shampoo noch andere Pflegemittel für die Haare? Ab und an nutze ich Conditioner natürlich, ganz klar. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde nein. Aber nicht oft tatsächlich. Also es ist schon wirklich meist noch Shampoo. Aktuell benutze ich, was benutze ich denn überhaupt? Ich benutze es auch nichts Besonderes. Ich glaube halt, was gerade irgendwie in der Dusche rumliegt und auch gerade noch voll ist. Aber ich versuche, was gar nicht geht, sind so säurehaltige Shampoos. Die habe ich da, da kriege ich dann tatsächlich auch ganz, ganz blödes Haar und ganz ekelhafte Kopfhaut, so gesehen. Ich glaube, da gibt es eine Marke mit F, und Uktis oder so, glaube ich, irgend sowas. Mein lieber Chris, zum Thema Haare haben wir natürlich einen extra Experten eingeladen. Das ist Doggy Dan, der zum Thema Haare natürlich noch ein bisschen mehr zu sagen hat gleich. Wir freuen uns eigentlich jetzt auf Basti. Also Basti, oder? Basti, weil er Sebastian heißt, von Knorkator, der Gitarrist. Er ist auch schon im Zoom-Chat, aber er kriegt seine Kamera noch nicht so ganz an. Deswegen springen wir schon mal vorab zu Doggy Dan, wenn es dir recht ist, Chris. Erstmal danke für deine Tipps. Also ganz großartig. Finde ich sehr, sehr schön. Wir gehen einmal rüber gleich zu Doggy Dan. Wir haben aber ein Video von Dan zugeschickt bekommen, denn Dan ist gleichzeitig auch Testimonial für ein ganz besonderes Shampoo, was ich jedem von euch zugeschickt habe. Ihr habt dieses Shampoo getestet und wir werden danach noch einmal schauen, was ihr dazu sagt. Ist es wirklich so großartig oder will Dan nur Geld verdienen? Vorher sage ich noch einmal zu Saskia. Saskia, willst du deine Stunde anfangen? Ich verstehe dich noch nicht, Saskia. Du musst Ton anmachen. Saskia, man kann dich nicht hören, du bist stumm. Saskia ist immer noch stumm. Ach so, sie redet vielleicht gerade mit ihren... Ach so, sie kann gerade nicht. Sie redet gerade mit ihren Clients, für die sie gleich die Yoga-Stunde eigentlich macht. Saskia, bist du kurz da, oder?
Okay. Sie ist noch in einer anderen Sendung. Sie ist noch in einer anderen Welt. Okay, dann werden wir ganz kurz einmal die aktuelle Werbung von DocuDan als Testimonial für das Shampoo, was hier im Beauty-Chat alle getestet haben, einspielen. Bitte, Christo. So kann man aussehen, meine lieben Freunde. Mit so tollen Haaren kann man rummoschen, wenn man dieses neue Shampoo benutzt, von Doggy Dog natürlich kreiert. Und ja, wir wollen einmal ganz kurz, bevor Dan zu Wort kommt, wissen von Henna. Henna, mein Lieber, du hast das Shampoo auch getestet. Die Testkriterien waren ja: Geruch, Konsistenz, Gleitfähigkeit, Wirkung auf das jeweils andere Geschlecht, Preis, Leistung, Haltbarkeit und Ergiebigkeit. Was kannst du sagen dazu? Also ich muss sagen, ich war total begeistert von dem Produkt und es ist jetzt kein Geschleime. Ich habe ja wirklich auch immer ein bisschen Probleme mit Spliss. Die Musiker kennen es auch durch den Schweiß auf der Bühne und so. Und die Probleme haben sich praktisch über Nacht, ich bin als neuer Mensch aufgewacht durch dieses Shampoo. Und ich, also wenn das auf den Markt kommt, Leute, das schlägt einen wie eine Bombe. Das sage ich euch jetzt schon. Bist du auch der Meinung, dass dieses Shampoo eher für dunkle Haare gemacht ist oder geht es auch für blonde Haare sehr gut? Das kann ich nicht beurteilen. Gut, ich war gestern blond. Das spricht für sich. Ich muss aber dazu sagen, preislich ist es ein Knaller, ne? Also mit 79,99 muss ich sagen, aber gut. Ja, 79,99 ist natürlich echt eine harte Kante, aber ich meine, was soll's? Wenn es pflegt und wenn es gut wirkt, ist es ja, ist ja eigentlich perfekt. Ja, gut, du brauchst ja auch den Namen mit. Ja, gut, das du kannst dich gleich rechtfertigen, Dan. Ja, du kannst gleich was dazu sagen. Wir sind natürlich sehr, sehr gespannt auf alles, was du uns dazu zum Besten geben wirst. Wie war denn die Wirkung aufs andere Geschlecht, Henna? Also ich muss sagen, ich habe ja meiner Frau davon nichts erzählt, dass ich dieses Shampoo teste. Und ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber es war eine sehr lange Nacht. Also man sieht es auch noch an den Augenringen. Und also die Wirkung ist, also... Also, bist du auch bei Konsistenz und Gleitfähigkeit überzeugt? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Sehr schön. Mein lieber Chris... Chris, du hast das Shampoo auch getestet. Dein kurzes Statement dazu? Dein kurzes Statement dazu, zu dem Shampoo, Chris? Ja, ich bin noch blond. Also so gesehen, bei mir funktioniert es auf jeden Fall, auch mit blonden Haaren. So gesehen, vielleicht aber ja auch, ist ja auch, kommt ja vielleicht auch auf die Uhrzeit an, wann man es benutzt. Ich weiß es nicht. Gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Ich muss sagen, ich habe es getestet. Wie gesagt, es hat nicht den Säuregehalt, der mein Haar und meine Kopfhaut wie sonst sehr gerne angreift. Das ist sehr, sehr toll. Also Preis, ja, das ist doch top, ne? Also hey, man könnte natürlich auch 78,95 sein, aber 79,95 ist auch toll. Also ich meine, das muss das Haar dir auch mindestens wert sein. Ansonsten, ja, also ich fand die Nacht mit Henna auch ganz, ganz toll. Also die Wirkung hat auf jeden Fall funktioniert. Also auf das jeweils andere Geschlecht wirkt es also auch auf jeden Fall. Ich sehe gerade, dass Meister Basti dazu geschaltet ist. Denn ganz, ganz kurz, wir wollen natürlich Basti auch begrüßen. Hallo Basti. Ja. Juhu. So, ich hast du es geschafft? Ich habe jetzt einen anderen Telefon gemacht, wo es schon drin war. Und, ja. So, hier sind Hunde, wie ihr hört. Ich setze mich jetzt mal hier hin. Sehr gute Idee. Basti,
Entspann dich erstmal, gewöhn dich erstmal daran, dass du im Chat bist. Wir sind gerade dabei, ein Test-Shampoo zu bewerten und deswegen möchte ich jetzt auch natürlich nochmal, hallo Late Night Animal, schön, dass du es auch geschafft hast, du siehst müde aus, erklärst uns gleich warum, aber jetzt geht es einmal erstmal rüber zu Doggy Dan, denn er ist ja immerhin das Testimonial für dieses Shampoo und vertreibt das Shampoo. Dan, wie ist das alles entstanden? Also bei dem Produkt haben wir uns natürlich wirklich was gedacht. Wir haben da sehr eng mit der Firma Rügenwalder zusammengearbeitet. Es ist ein komplett vegetarisches Shampoo. Das war uns wichtig. Und auch vom Geruch her, das wird Chris vielleicht bezeugen können, wir haben uns Mühe gegeben, den Tourbusgeruch mit reinzunehmen. Also so ein bisschen Turnschuhe, bisschen klamme Klamotten, die so im Hintergrund vom Bus wieder trocknen und so. Also das war uns wirklich wichtig. Ich hoffe, das ist bei dir auch angekommen so. Ja, auch ein Hauch von eingetrockneten Erbrochenen habe ich tatsächlich im Nachgang gespürt. Das fand ich gut. Richtig. Nasser Hund auch? Wäre die Frage auch noch hier so aus dem Chat, dass dann vielleicht... Das ist sogar witzig. Natürlich. Das, Es besteht tatsächlich was eigentlich am Hund. Auch das haben wir uns dabei gedacht. Wichtig natürlich, weil man versucht ja verschiedene Produkte miteinander zu kombinieren. Deshalb, die Maschine das auch schon gesagt hat, war uns die Gleitfähigkeit sehr wichtig, weil, naja, man weiß ja nie, in welche Situation man gerät und dann kann man 2 für 1 quasi benutzen. Wir stehen wirklich alle, wie wir hier drauf sind, mit unserem Namen hinter diesem Produkt und auch der Preis ist definitiv gerechtfertigt, weil man muss ja an die Rente denken, ne, wa? Ja, das stimmt. Ich meine, ja, danke Christo. Natürlich sind 79,99 ein relativ hoher Preis, aber Beauty-Produkte im Allgemeinen, das wissen wir ja alle, haben ihren Preis und wenn es dann gerechtfertigt ist und bis jetzt war die Resonanz von unseren Experten ja groß. Wer das erwerben möchte, wir haben jetzt einen Exklusivdeal mit dem Vertrieb von Harald Glöckler, den ich eben schon mal angesprochen habe. Und zu jedem Shampoo gibt es einen Harald Glöckler-Kamm gratis mit Strasssteinchen und so. Der sieht dann ungefähr so aus, nur mit Strasssteinchen. Sehr schön. Also, wunderbares neues Shampoo. Wir wissen, dass Doggy Dan auch noch einen Haarpflegetipp für Haarpflege auf Tour hat. Aber vorher wollen wir einmal ganz, ganz kurz auf Saskia schauen. Denn Saskia, unsere Body Shape-Expertin, mein lieber Christo, machst du Saskia einmal groß, hat losgelegt mit ihrem Bauch-Beine-Po-Programm, was sie heute extra fürs Metal-Yoga vorbereitet hat. Und ich möchte bitte, my dear Alien Rocking Explosion, please play a song, because we can't hear any music to the show from Saskia. So please play a 1 minute song and after that we turn back to Mr. Doggy Dan and his tip for styling your hair on tour. Aliens, it's your turn, and Saskia is on the big screen. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kinda lied to me. Pretty woman, I don't believe in you, not true. No, I can look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, could it help us see me? Pretty woman, you look lonely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, talk a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give a smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you stay with me. 'Cause I need you. I treat you right. Come with me, baby. Oh yeah, my dear
Aliens, that was really, really cool. Alien Rocking Explosion, die wunderschönste Showband der Welt. Meine lieben Freunde, natürlich mit am Start. Und Saskia wird weiterhin Bauchbeine-Po im Metal-Yoga für euch zelebrieren. Unten könnt ihr es verfolgen. Ihr könnt natürlich auch mitmachen, wenn ihr möchtet. Eure Erfahrungsberichte gerne auch in den Chat. Sabrina wartet auf Erlebnisberichte beim Metal-Yoga. Und jetzt haben wir endlich einen jungen Mann mit im Chat, der es geschafft hat, reinzukommen. Er ist niemals anderes als der kongeniale Gitarrist seiner Mitprotagonisten bei der großartigen Band Knorr-Carter. Begrüßt mit mir, bitte, Buzz D. Und wir haben im Livestream, den ihr da oben sehen könnt, nochmal ein paar Bilder von Basti eingespielt, denn Basti ist seines Zeichens natürlich der Styling-Man schlechthin. Also er hat die Ahnung, wie man sich richtig anzieht auf Tour oder auch privat. Der junge Mann weiß ganz genau, wie man sich stylt. Hallo, Meister, wie geht's dir? Oh, hallo, hallo. Ja, also ich meine, ob ich das nur richtig weiß, das ist die zweite Frage. Aber ich mache es so, wie ich es so richtig halte, sagen wir mal so. Und da ich sehr farbenfroh bin, sind das meistens auch sehr bunte Klamotten. Ist das dein Tipp an die Menschen da draußen? Wählt eure Klamotten nicht nach der Mode, sondern so, wie ihr euch wohlfühlt? Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde das vollkommen bescheuert, mit jeden Modemist mitzumachen, auch wenn er eben ja nicht gefällt. Also das ist doch wieder Blödsinn. Ich meine, wenn man so ganz jung ist, dann macht man es meistens und man macht jeden Scheiß mit. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, nee, das passt mir nicht mehr und gefällt mir vieles auch überhaupt nicht. Und dann habe ich angefangen, also eigentlich so, ja, was mir gefällt und in welche Richtung auch immer das geht. So. Ich mache auch viele Klamotten selber und ich habe auch eine Nähmaschine. Also du machst dir die auch selber, die Sachen tatsächlich? Also zum Teil, ja. Oder zumindest auch so was Änderungen anbelangt und sowas. Dann muss man nicht ständig zu irgendwelchen Leuten rennen, zu irgendwelchen Schneidern oder irgendwas. Ich lasse mir natürlich auch Klamotten nähen. Also unsere Bühnenklamotten zum Beispiel haben wir uns zum Teil nähen lassen von Schneiderinnen. Und ich hatte jetzt auch bei der letzten Knorr-Carter-Tour, die Klamotten hat mir Dagmar Fahlberg gemacht. Die hat unter anderem auch für Biff Byford diesen ewigen schwarzen Mantel, den er trägt, den hat die auch genäht. Und das ist eigentlich die Frau von Jackie Lehmann, den müsstest du ja auch kennen. Der macht doch beim Backen die ganzen Mitschnitte und ist eigentlich der Tonmann von Saxon. Ja. Und die hat viele Sachen genäht. Aber damit kann ich das wunderbar auch abquatschen, wie ich das genau haben will und. Und dann macht sie das auch. So. Das ist natürlich ganz großartig. Also wenn man seinen eigenen Schneider hat, ist das natürlich am allerbesten. Kannst du uns einmal ganz kurz zeigen, was du heute trägst? Kannst du das Handy mal ein bisschen weiter weg? Ich bin in Thüringen bei Freunden und wir sitzen hier bei einer Gartenparty. Ich kann ja mal so kurz mal umdrehen. Seht ihr die? Ja. Schön. Und was habe ich heute an? Heute habe ich nur irgendwelche türkisen Klamotten an mit Schlumperhose und warte mal, das sieht man jetzt alles schlecht. Mal runter. Ah, Freizeitlook bei Basti, Ladies and Gentlemen. Sehr schön. Und, ja, und ansonsten bin ich immer sehr. So, die anderen Pflegetipps hast du jetzt ja gar nicht so richtig mitbekommen, aber pflegst du dich selber auch mit Kosmetik? Shampoo hast du noch mitbekommen. Denn wir wollen jetzt tatsächlich einmal rüber. Bleibt noch ganz kurz bei uns. Der Tipp könnte dir nämlich auch gefallen, denn es gibt jetzt von Mr. Doggy Dan endlich seinen Tipp für Haarpflege auf Tour. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Doc, eat Dan, mein Lieber. Dann hau mal rein. Was machst du auf Tour mit deinen Haaren? Also das ist ja ein ganz altbekanntes Mittel und ich habe hier was zusammengestellt. Man braucht nicht viel dafür. Eigentlich nur eine Dose Bier und Ei. Und das ist das beste Haarpflegemittel überhaupt. Man nehme ein Ei, klatsche es einfach hier schön in die Klitsche rein. Mist, scheiße. So. Und dann mit einer handelsüblichen Gabel einfach das Ei wie für ein Rührei zerquirlen und parallel ein Bier aufmachen. Und das Ei ein bisschen mit dem Bier lenken. So.
Dann verrühren wir das Ganze nochmal schön hier. So. Und wer möchte, kann halt noch Special Ingredients dazugeben. Also für den schmalen Geldbeutel hätten wir hier einmal das Modell Speed, kann man dazugeben. Und wer ein bisschen höher gestellt ist, kann auch noch für das Haarwachstum, für das schnellere Haarwachstum, bisschen was. Das nehme ich immer. Schön, ja. Schön verrühren, untereinander durchklatschen, so, weißt du? Und dann einfach, wie auf Tour, ist ja egal, einfach Haare zurück und lässig über den Kopf kippen. Muss man das ausspülen? Ja, das muss man ausspülen. Und Moment. Das muss man ausspülen. Und zwar hat man dafür noch das Bier. Man kann zwischendurch auch mal einen Schluck nehmen. Sollte sich das dann aber zum Ausspülen halt natürlich auch dann mit dem Ei in die Kopfhaut einmassieren. Okay. So, und dann ist man... Und dann ist man für den nächsten Tag wieder frisch auf Tour bereit und man hat das schönste Haar der Welt und das würde ich jedem Musikerkollegen doch einfach mal nahelegen, weil so schön habt ihr noch nie gebankt am Tag danach. Cheersen Sie. Herrlich. Ich hab da eine, also erstmal Applaus natürlich, großartig. Ganz, ganz toller Tipp, wertvoller Tipp. Eine Frage habe ich dazu natürlich. Haben sich bei dir Sexualpartner schon mal nach der Nacht mit dir erschrocken, als sie dann neben dir aufgewacht sind? Was heißt schon mal? Also immer wieder, ja? Ja, klar. Aber ich meine, man gewöhnt sich halt irgendwann an alles. Und weißt du, wenn ich halt dann ins Bett gehe und meine Wimpern halt abmache, die Brüste ablege und so, da ist halt nicht mehr viel zu holen. Ja, also ich meine, mach mal die Aliens ganz kurz groß, denn schau dir mal die Aliens an. Look at the aliens, they look like women as well. One of these both aliens is a woman. I don't know who it is. It looks perfect. Maschine, ich habe gerade Ei im Haar. Ich würde mal gerade Minute ins Badezimmer verschwinden. Erzähl mal weiter. Sehr gerne. Doggy Dan, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit seinem großartigen Tipp. Wäre das was für dich auch, oder? Basti? Also ich habe halt diese ganze Sache an die 8, ja, wo ich mir auch permanent Haarfeste aus Bier, entweder Bier, Zitrone, Eigelb kenne ich auch noch zum Waschen, aber so als Haarfeste war Bier immer sehr gut. Und man brauchte natürlich immer einen Föhn, um diese irrsinnigen Besenbürsten hinzukriegen. So. Ja, das stimmt. Das widerspricht ja ein bisschen dem Tipp von Chris, den er vorhin gegeben hat. Chris hat ja vorhin den Tipp gegeben, die Haare eher naturtrocknen zu lassen. Ja, und also eigentlich gar nichts reinzutun. Also ich glaube, Basti hatte tatsächlich eine andere Frisur im Sinn. Nee, also diese, nee. Aber es ist ja interessant, was für welche Frisur. Ich habe es deswegen auch irgendwann, ich habe das nur mal so Anfang der 80er Jahre und dann habe ich die Schnauze voll gehabt und habe gesagt, nee, scheiße, lässt dir die Haare wieder wachsen. Leider wachsen sie jetzt nicht mehr so richtig. Wem sagst du denn? Ansonsten hätte ich Haare bis zum Arsch, wenn sie mir so lang wachsen würden. Sehr schön. Danke dafür und auch für die Einschätzung natürlich der Kollegen Henner. Wir kommen gleich zu dir und deinem Tipp. Hast du mit Ei und Bier auch schon deine Haare mal gepflegt, oder? Na, tatsächlich noch nicht. Also das ist auch ein Tipp, den ich auch auf die nächste Tour definitiv mitnehmen werde und es an meine Bandkollegen auch weitergebe. Also geile Sache, ja. Im Chat ist deswegen auch sehr schon eine cool Frage aufgekommen, und zwar Ei mit Bier, gibt das dann halt auch so den richtigen Rockstar-Duft? Natürlich. Vor allen Dingen dieses Ei mit Bier kann man einerseits als Haarkur verwenden, aber auch als Frühstück. Ja. Das ist also so wahnsinnig viel einsetzbar. Also, es rasten ja alle aus. Sehr gut. Das sehr läuft, gut. Ja. Und es hat, glaube ich, weniger wie alte ziehen das richtige Kokain-Shampoo, ne? Also so gesehen, was du gerade gemacht hast. Aber ist in Alpecin nicht Koffein drin statt Kokain? Also wenn in Alpecin, das benutze ich nämlich tatsächlich, Kokain drin ist, dann werde ich das jetzt nicht mehr zum Waschen benutzen.
Da kaufe ich es nicht mehr. Ich dachte immer, es ist Coke. Aber ich habe auch einfach beim O aufgehört zu lesen, so gesehen. Naja. mich erreicht gerade eine wichtige Nachricht. Geh mal auf die Totale, Christo, bitte. Wir trinken zu wenig, sagte man mir. Das wir stimmt. sind zu sehr auf Beauty, deswegen... Das ist sehr richtig. Ein dreifaches Läuten der Schnapsglocke bedeutet natürlich sofortiges Trinken. Nach L.A. zur Beauty-Show verschoben, tatsächlich, weil wir zu wenig trinken. Ja, krass. Das ist ja, aber das finde ich super, Chris. Das gefällt mir gut. Guck mal, und da kommt auch schon die Schnapsbeauftragte mit dem Schnaps. Ja, sehr schön. Warte, ich muss in die Kamera gucken, sonst kann ich nicht anprosten. Guck mal, hier alle mit Gläsern heute. Hier extra weil der Chris die Bar hochgelegt hat. Sehr, sehr gut. So, wir kommen jetzt gleich zu Henna. Vorher haben wir eine kleine Werbung. Denn wir waren ja Werbung CD, ne, Christo? Denn wir wollen ja auch wissen, wie wir uns wieder sauber kriegen nach dem ganzen Durcheinander. Und das schaffen wir so. Es sind die neuen Frauen, für die CD gemacht ist. Zum Beispiel Jill Sander, erfolgreiche Modemacherin aus Hamburg-Pöseldorf. Sie lehnt alles Modische ab und verfolgt eine klassische weiche Linie. Auch bei ihrer Körperpflege. Sie nimmt CD, die milde Pflege für empfindliche Haut. Weil CD nur hautfreundliche Bestandteile enthält, die beruhigend mild pflegen. Ja. CD gibt es als Seife, Schaumbad und Duschbad. Dass das Duschgel nicht nach nassen Hund riecht, sondern nach dir. Sabrina, gibt es noch irgendwelche, und Maschine, du hörst mich vielleicht auch, gibt es noch ein paar irgendwie Sachen, die ich beantworten kann, weil ansonsten würde ich mich dann so in 5 Minuten so langsam nach L.A. machen. Ja, ja, der Pilot. Letzte Maschine. Nervt schon. Nervt Pilot wieder gekriegt. Ich sag mal, die Fragen, die noch drin sind, die sind halt allgemein gehalten. Also das ist überhaupt kein Problem, Chris. Wir wollen dich natürlich nicht von deiner Show abhalten. Du musst nach L.A. jetten. Der Jet, du wohnst ja direkt am Flughafen und der Jet steht schon bereit, um dich rüber zu transportieren. Großes Glück. Das ist ein großes Glück, tatsächlich. Ja? Hast du letzte Worte noch, Chris? Hast du letzte Worte? Bleibt schön. Hey. Immer schön bleiben. Das ist das Wichtigste, egal wo ihr seid, egal was ihr macht. Ich finde, Bastis Aussage kann ich ja nur, habe ich ja vorhin schon gesagt, macht, was ihr Bock habt, dann seid ihr auch schön. Mehr braucht ihr nicht. Und ich finde deine Schnapslogge sehr schön. Und da wir so wenig getrunken haben, würde ich tatsächlich diesen letzten wunderschönen eingeschenkt. Und tatsächlich trinkt auch schön. Also ich habe gerade gehört, ihr habt eure Gläser. Denn Gläser sind auch schön. Wir haben tatsächlich... Schöner trinken. Das könnte auch eine Zeitschrift sein, in diesem Sinne. Ab in die Rinne. In diesem Sinne, ab in die Rinne, heißt das. Für meine persönliche Beauty trinke ich jetzt mal einen wunderbaren Linie Aquavit, denn das ist reine Kräuter, naturbelassen und deswegen Prost. Ah, Christo, gibst du mir mal die Seitenkamera? So, meine Lieben, wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Ich habe euch eben gerade, Chris wird sich irgendwie verabschieden. Wir danken ihm natürlich ganz recht herzlich, dass Chris mit am Start war heute und uns seine Tipps gegeben hat. Viel, viel Spaß in L.A. auf der Beauty-Messe. Und gleich geht's weiter mit den Beauty-Tipps von Henna. Und dann werden wir uns um unser Late-Night-Animal Sascha mal kümmern, der da leicht eingeschlafen rumsitzt. Ich glaube, der hat dort überhaupt keinen Bock, irgendeinen Beauty-Tipp mitzunehmen oder hier anzubieten, aber das ist auch vollkommen okay, kein Problem. Der Auspuffföhn kann warten, wir haben ja noch einige Late-Night-Shows und werden das auf jeden Fall nachliefern. Gleich kommt Henna dran, erst gehen wir aber einmal rüber zu den Aliens, Alien Rocking Explosion, please prepare for your next 1-Minute-Song, then we turn over to Henna and his beauty tip. Aliens, go on and play. And I don't want ya, and I don't need ya. Don't bother to resist or I'll beat ya. It's not your fault that you're always wrong. Who wants a letter to justify the strong? The beautiful people, the
beautiful people. Serenity to the size of your steeple. Can see the forest for those trees. You can smell your auntie on your knees. Time to the screaming day. And every motherfucker not to come out. Hey, yo, what do you say? Something beautiful or something fresh. Hey, yo, why you trying to be mean? You live with AIDS, man, it's hard to be mean. Yeah, my dear aliens, Alien Rockin' Explosion, perfekt. So, wir gehen jetzt gleich zu Henna. Vorher möchte ich Basti fragen. Basti, du warst ja heute quasi eigentlich nur Überraschungsgast. Kannst du mal wieder da? Du warst ja nur Überraschungsgast. Du kannst gerne wieder zu deiner Gartenparty zurück, wenn du möchtest, denn wir haben noch weitere tolle Gäste. James D. West wartet und Nina von Horn sind ebenfalls noch da. Du kannst aber auch bleiben, wenn du möchtest. Das kannst du ganz frei entscheiden. Ja, naja, auch ich bleib noch einen Moment. Du, dann bleib einfach einen Moment. Wenn du gehen willst, sagst du kurz Bescheid, damit du auch deine letzten Worte natürlich sagen kannst. Wir begrüßen im Zoom-Chat, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine weiteren Überraschungsgäste. Einen riesengroßen Applaus für James D. West und Nina von Horn. Denn wir haben noch weitere tolle Gäste. Nina! Irgendjemand von euch, entweder Nina oder James, hat noch den Stream nebenbei laufen. Und deswegen hören wir alles doppelt. Ihr müsst irgendwie euren den Ton vom Stream ausmachen. Wir begrüßen im Zoom-Chat. Ich höre gerade alles doppelt, leider. Ah, jetzt ist er weg. Nee, jetzt ist er wieder da. Hi. Ah, jetzt ist alles super. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid genau richtig, um im Chat euch den Beauty-Tipp von Henna, der übrigens ein großartiger Schlagzeuger ist und bei der noch großartigeren Band Kaiser spielt. Grüße an Kaiser. Ich hoffe, ihr schaut euren Bandkollegen zu am heutigen Abend. Henna, du hast mir einen tollen Tipp besorgt und du hast das Thema Gesichtsmaske und Augenpflege gewählt. Hau rein! Ja, und zwar ist es so, dass ich habe mir lang Gedanken gemacht, was ich mache, aber das kommt aus einer praktischen Geschichte auch, dass wir auf Tour oft auch wenig Zeit haben. Und man muss da das eine mit dem anderen verbinden. Und deswegen habe ich jetzt mir was überlegt, und zwar nenne ich das die Catering-Maske. Und wir können uns da ganz einfach eine Gesichtsmaske machen aus dem Frühstücksbuffet. Und das ist auch überall mit drin. Und zwar, wir brauchen 100 Gramm Papaya, 2 Esslöffel Quark, ein Teelöffel Honig, ein Teelöffel Olivenöl und eine halbe Avocado. Und ihr könnt es beim Frühstück einfach zusammen machen, ne, in der Schüssel. Und ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ihr könnt es auch dann super im Tourbus anwenden. Und das ist auch von der Konsistenz her so, dass ihr euch das wirklich auch sehr gut ins Gesicht machen könnt. Und ihr müsst es wirklich drauf schauen, dass ihr wirklich das gleichmäßig verteilt und ihr lasst es etwa eine halbe Stunde circa einwirken und ihr schaut aus wie neugeboren, ich schwöre euch. So. Wie lange muss man das drauf lassen? Für die Augen schwarzer Tee. Also hat sehr viele Antioxidantien und die könnt ihr euch auf die Augen legen. Macht ein Nickerchen eine halbe Stunde im Tourbus und wirklich, dann geht er echt frisch und entspannt zum Gig. Ich kann das nur empfehlen. Wir machen das auch alle, also wenn wir dann zum Gig fahren und sind also sehr begeistert von dieser Sache. Wie das auch? Wie lange, ja, großen Applaus natürlich. Wie lange, Henna, muss man die Maske, die Catering-Maske drauf lassen? Wie lange muss man die drauf lassen? Etwa eine halbe Stunde. Etwa eine halbe Stunde, okay. Und die Teebeutel, legt man sich die in die Augen rein richtig oder nur drauf? Also Augen offen lassen oder zumachen dabei? Geschlossen lassen. Also ihr könnt sie auch aufmachen, aber das brennt halt ein bisschen, ne? Aber also geschlossen lassen ist besser. Da wäre dann die Frage, bei den Teebeuteln, klar, man hat die ja vorher auch aufgekocht, mit oder ohne Zucker? Auf keinen Fall Zucker, auf keinen Fall Zucker, Leute. Macht das nicht. Mhm.
Zucker ist Gift. Okay. Zucker ist Gift und macht ganz schlechte Haut. Du bist ja, auch, du bist ja auch in deiner Band Kaiser der Schönste, also der Gepflegteste zumindest. Und liegt das daran, dass du das immer machst, weil die anderen nicht so mitmachen? Oder ist das eher so, dass die anderen schon mitmachen, aber einfach nicht so eine tolle Haut haben wie du? Ach, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also, es war, also geil war eigentlich, wo ihr mit dabei war, da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, wo du dann mit dabei warst, dass so meine Stellung ein bisschen in Gefahr gerät. Ja, was sich dann ja auch bestätigt hat. Aber normalerweise, wenn wir als Band unterwegs sind, dann ist eigentlich der Gistel der Schönling eigentlich bei uns. Okay. Wir blenden aber mal ganz kurz Saskia. Aber gerade bist du wunderschön. Also ich habe mir auch überlegt, so mal live auf die Bühne zu gehen, aber habe mich bis jetzt immer nicht getraut. Ach. Wir müssen einmal ganz, ganz kurz Saskia großschalten, die ja immer noch dabei ist, Metal-Yoga zu machen. Jetzt grinst sie gerade schön in die Kamera. Saskia, siehst du Henna? Kannst du Henna sehen? Ja, ne? Wäre das was für dich, auch diese Art von Gesichtsmaske? Oder, ach, Saskia ist beschäftigt mit ihrem Kurs. Sie macht einfach weiter. Henna, du hattest ja ein bisschen Probleme bei Bauch, Peine, Po, also bei all drei Sachen. Das sind ja so deine Problemzonen. Kann man da auch irgendwas draufschmieren auf Bauch, Beine und Po, damit das so wirkt, so wie im Gesicht? Also da hatte ich eigentlich gehofft, dass ich heute einen Tipp bekomme. Ne? Also wenn ihr da was auf Lage habt. Es war ja so, wir hatten ja versucht, auf der Metal Cruise beim Yoga mitzumachen, aber also der Chick, unser Gitarrist und ich, aber wir also haben uns eigentlich auf der Treppe dahin übergeben und haben es dann leider wieder sein lassen. Vielleicht klappt es noch. Aber es ist das Einzige, was wirklich hilft, ist das, was Saskia da macht. Also Bauch, Beine, Po, wirklich, also für alle Zuschauer, die auch an körperliche Betätigungen interessiert sind, schaut euch einfach Saskia da unten im Chat an. Und das wirkt einfach, Henna. Ich kann leider Gottes nur sagen, beweg dich. Ich werde dich zu Herzen nehmen, danke. Im Chat wäre dann halt auch noch Interesse groß daran, Schminke. Man steht auf der Bühne, man schminkt sich auch. Wie bekommt man allerdings die Schminke wieder runter, wenn man zum Beispiel auf einem Festival unterwegs ist, gerne auch als Fans der Band nachgeahmt, aber kein Wasser vorhanden. Was nun? Auch die Gesichtsmaske? Vielleicht hilft die Maske. Schmirgelpapier. Gar nicht. Oder Dance-Shampoo. Ah ja, ja. Oder ja, dann die Frage, was macht das Shampoo mit dem Bart? Und ist es wichtig, von welcher Band das Shampoo ist? Es gibt Leute, die haben Angst um ihre Haare, wenn es von Rammstein wäre zum Beispiel. Ich meine, klar, da müsste man dann nochmal die Inhalte genauer lesen. Ja, aber die Frage geht natürlich an Henna. Henna? Ja, hast du die Frage verstanden? Muss ich sagen, da hilft die Gesichtsmaske auch. Ich meine, ihr könnt es für alles benutzen, ne? Also ihr könnt es überall draufschmieren, wenn ihr wollt. Okay, also Hennas Maske hilft auf jeden Fall für alles. Wir schalten einmal die Aliens groß. Aliens, look in the camera. Das ist jetzt Selbstbräuner, glaube ich. Und die Aliens, das wisst ihr alle, die sind live zugeschaltet aus Madrid. In Spanien sind, glaube ich, gerade 30 Grad in der Sonne. Ich weiß gar nicht, wozu man da Selbstbräuner braucht. Ich weiß nicht mal, was Selbstbräuner auf Englisch heißt. Self-Tanning wahrscheinlich oder so. Großartig. Ich möchte auch noch mal ganz kurz betonen, das habe ich letzte Woche schon mal getan, aber jeder sollte bei Spotify The Alien Rocking Explosion auschecken, weil die ja ihr neues Album draußen haben und this shit is still hot. Also jeder später mal bei Spotify, eignet sich super zum Autofahren. Okay, ich habe jetzt was und zwar habe ich ein bisschen Vorher-Nachher für euch. Wir haben ein paar prominente Beispiele im Vorher-Nachher zusammengesucht und Henna sieht aus wie nachher und eigentlich nicht wie vorher und Doggy Dan sieht im Moment schon wieder aus wie nachher. Also ich möchte ganz gerne eure, also von allen, auch von dir, Bass, bevor wir gleich zu unseren neuen Gästen kommen, natürlich James D., ich habe euch nicht vergessen, und Nina, dass ihr da seid. Wir möchten von euch einmal die Meinung zu diesen Bildern. Schaut sie euch an. Kennen wir alle? Die junge Dame kennen wir alle?
Musst du groß machen, ne? Achso, ist ja eh im Chat. Stimmt. Ja, diese junge Dame, die hat es irgendwie nicht so richtig geschissen bekommen. Ich warte aufs nächste Bild. Ich warte aufs nächste Bild. Was kommt? Wann kommt das nächste Bild? Ich glaube, die Dia-Show funktioniert nicht im Moment. Kann das sein? Ah, jetzt geht's. Irgendwie funktioniert die Dia-Show nicht. Wir hatten natürlich noch ein paar mehr. Ah, hier, er zum Beispiel. Er ist fantastisch. Auch irgendwas falsch gemacht. Auch was falsch gemacht, würde ich sagen. Definitiv. Sieht ein bisschen aus wie die Aliens im Moment. Yeah, they look like you, Aliens. Beispiel. Ja, bestes Beispiel, definitiv. Auch sehr, sehr schön, wie ich finde. Großartig. Ja, vorher, nachher, ja. Das ist sehr gut, dass es drunter steht bei dem Bild, sagt Christo gerade. Das finde ich absolut faszinierend. Dieses Bild ist absolut faszinierend. Ich hoffe, dass keine Bekannten von euch dabei sind. Okay, ich glaube, das war es auch schon, ne? Das war's. Ja, geh wieder zum Zoom. Ja, natürlich die Frage an euch, wie steht ihr zu Schönheitsoperationen? Wie steht ihr dazu, sich gewaltsam verschönern zu wollen? Ich möchte da die Frage als allererstes mal an James die West richten. James, du bist ja auch jemand, der sich sehr produziert. Würde dir das gefallen? Würdest du das machen? Kannst du mich hören, James? Ja, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Die Frage ist, kannst du dir das vorstellen, so wie eben gerade unsere Protagonisten im Vorher-Nachher, dich so operieren zu lassen, später mal? Weil noch bist du ja jung. Ja, also noch ist es recht jahrelang entfernt, aber ich denke nicht. Also das hat die Natur schon anders vorgesehen. Das lässt sich auch anders bewerkstelligen mit Make-up und Klamotten. Und okay. Das also das muss nicht sein, ne? Das muss nicht sein. Nee. Nina, was sagst du dazu? Ich meine, du bist ja auch eine bildschöne Frau. Ach, was sagst du dazu zu den Bildern von eben? Hört man mich wenigstens? Ja. Sehr schön. Die Bilder von eben sind super. Also gibt es noch bessere Beispiele, finde ich, so wie Zsa Zsa Gabor oder für die Dame, die sich hat als Leopard umoperieren lassen. Ich persönlich... Ich würde jetzt keine großen Eingriffe machen lassen, aber hier mal ein bisschen Hyaluron oder Botox, da finde ich, spricht nichts gegen. Okay. Basti, was sagst du dazu? Wenn du bist ja jetzt kurz vor dem Alter, wo es in Frage kommt, sich operieren zu lassen. Wie stehst du zu Schönheitsoperationen? Bei den Nötigkeiten. Also gewisse Sachen, die finde, wie zum Beispiel Bauch absaugen oder irgend sowas, ja, ist okay. Sieht man nur, dass einer denn dünner ist. Aber diese amerikanische Variante von den Schönheits-OPs finde ich eigentlich im Ganzen furchtbar, weil die Menschen danach nicht mehr zu erkennen sind. Es ist ja nicht so, dass, wie sagte mal ein deutscher Schönheitschirurg, eine Schönheits-OP darf nur so aussehen, dass die Leute dich fragen, ob du im Urlaub gewesen bist. Und bei den Amis ist es leider nicht so, sondern da ist plötzlich eine fremde Person vor dir. Und das finde ich ganz schön gruselig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also auch eher nichts für dich. Nicht machen. Ja. Würdest du besonders jungen Frauen davon abraten? Oder? Ja, warum sollten das junge Frauen machen? Das ist ja der größte Blödsinn. So. Ja, es gibt ja einige deswegen, also eher abraten. Würde ich sagen, ja, eher abraten, weil es kann auch immer misslingen. Es gibt ja nur genügend Beispiele, die misslungen sind. Und das ist dann, kannst du denn schlecht wieder rückgängig machen. Okay. Was sagt denn Dan dazu? Dan benutzt als einziges Accessoire den Nasenhaarschneider. Ich bin gerade beschäftigt. Das ist so eine Art von Schönheits-OP tatsächlich. Dan sagt dazu, prinzipiell, jeder soll machen, wo er Bock drauf hat, ist mir scheißegal. Aber ich fand ein sehr schönes Zitat, was ich mal gelesen habe, habe ich vergessen, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir Nervengift dazu einsetzen, um Lachfalten wegzubekommen. Fand ich ganz gut eigentlich. Also ja, das ist schön. Am Ende soll jeder machen, was er will, aber man kann auch in Würde altern. So ein bisschen die Haare färben und so ist okay. Oder
auf natürliche Mittelchen zurückgreifen. Genau darauf wollte ich hinaus, weil Doggy Dan ja auch jemand ist, der Angst vor seinem 40. Geburtstag hat, aber er pflegt sich tatsächlich, und zwar mit der Pflanze, die da direkt neben ihm steht, und da hat er uns sogar ein kleines Video dazu geschickt. Deswegen Spaß mit Aloe Vera. Sehr schön, mein lieber Dan. Wie lange hält so eine Pflanze? Also hier, die hält jetzt sehr lange, weil die ist komplett gefaked. Aber ich habe ja so ein Stück richtiges Aloe Vera. Und ich habe mich da ja wirklich eingelesen und fachkundig bereit gemacht hier. Also Aloe Vera ist ja für so viele Sachen gut, wenn man sich die so ein bisschen aufschneidet. Hat man damit mehr natürliche Feuchtigkeit, als man in sämtlichen anderen Sachen halt hat. Also ist super für den Hangover-Day. Man macht sich's einfach ein bisschen unter die Augen und dadurch bekommt die Haut natürliche Feuchtigkeit zurück. Aber es ist auch sehr gut gegen zum Beispiel Mückenstiche. Also wenn man so einen nervigen Mückenstich hat, jetzt gerade wie im Sommer, einfach hier auf die befallene Hautstelle drauf und das Zeug zieht das halt wirklich raus. Was ich nicht wusste, das ist für Männlein und für Weiblein sehr interessant. Aloe Vera hilft auch sehr gut bei zum Beispiel Rasierbrand. Also wenn man sich jetzt hier so am Hals rasiert und es ist, der Musikerkollege kennt das ja, es ist irgendwie dreckig auf dem Festival, aber man muss sich vor der Show noch mal schnell rasieren und dann schwitzt man und dann hat man so diese kleinen Pickelchen am Hals oder unter den Armen oder sonst. Sagen wir mal, es ist unter den Armen, dann reibt man sich einfach diese Aloe Vera darunter und alles ist cool. Vor allen Dingen als Schlagzeuger, Gitarrist oder auch Sänger hat man ja auf der Bühne auch schon mal kleinere Verletzungen oder Blessuren und auch die werden durch die Klitsche weggezogen. Wo wir eben beim Thema Haare waren, wenn man sich jetzt so eine Aloe Vera Pflanze ein bisschen einschneidet und den Saft rausholt, kann man auch das sehr schön als Haargel verwenden. Und es pflegt nicht nur, sondern ist halt eine sehr schöne, natürliche Sache. Wenn man sich die Aloe Vera jetzt durch ein Tuch oder sowas auspresst und nur den Saft hat, ist das eine sehr schöne Alternative zum herkömmlichen Schnupfspray. Also einfach mit so einer Pipette in diesen Saft halt rein, sich in die Nase geben und zack, bumm, bist du auf natürlichem Weg wieder fit für den nächsten Tag und hast dir keine Chemie in den Kopf geballert. Also zumindest keine teure. Wunderbar, also ein Hoch auf die Aloe Vera und vielen Dank, Dan. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Thema davor zu sprechen kommen, denn ich habe Henna noch nicht befragt, wie er zu OPs steht. Und danach gehen wir zu James und zu Nina und ihren Beauty-Tipps. Aber jetzt erstmal nochmal Henna. Henna, wie stehst du zu Beauty-OPs? Ja, wie gesagt, ich bin da auch der Meinung, wie mein Vorredner, dass jeder das machen soll, was er für richtig hält. Allerdings muss ich sagen, es soll sich bloß niemand einreden lassen von irgendwelchen Schönheitsidealen oder irgendwas, dass er nicht schön ist. Also jeder Mensch ist für sich schön und soll sich da nichts einreden lassen. Ne? Also jeder soll machen, was er will, aber irgendwie nicht manipulieren lassen von irgendeinem Quatsch. Ne? Ja, finde ich eine absolut großartige Aussage. Wir kommen jetzt zu unseren beiden Gästen, die wir dazugeschaltet haben, denn die beiden haben auch einen Beauty-Tipp vorbereitet und sind beide auch prädestiniert dafür, aber vorher natürlich einmal in die Werbung. Hallo, Tilly. Na, fremdgegangen? Tilly. Ich sehe es doch an Ihren Händen. Ein ganz normales Geschirrspülmittel. Dann war bestimmt kein natürliches Protein drin, oder? Sicher nicht. Sehen Sie, nur Palmolive hat natürliches Protein. Sie baden gerade Ihre Hände drin. Stimmt, das pflegt ja die Hände. Schon beim Spülen, das haben Tests mit Hautärzten bewiesen. Tilly, sehen Sie meine Hände? Ja, schön und zart, fremdgehen lohnt eben nicht. Aber die natürlichen Proteine von Palmolive, die lohnen sich.
ist ungefähr so ein bisschen was wie Aloe Vera. Fremdgehen lohnt nicht, aber die Proteine lohnen sich. Und damit komme ich zu James D. West, meine sehr verehrten Damen. Sie kennen ihn natürlich auch als, ich sag, wie ist die offizielle Bezeichnung, Christo? Das John Diva Double? Nein. John Divas Diva. John Divas Diva, das ist es nämlich. Das ist John Divas Diva. Ihr kennt alle die großartige Band John Diva and the Rockets of Love. Und da ist Mr. James D. West himself. Wir haben ein paar Bilder von James, die wir gerade einspielen und natürlich auch von Nina vorbereitet. Die sind da oben im Stream eben gerade gewesen. James, wie sieht dein Beauty-Tipp aus für die Community? Ja, also wir haben heute schon ziemlich viel gehört über die Haare und über die Haut, was man da alles so machen kann. Was ich aber auch wichtig finde, ist, sind natürlich die richtigen Klamotten. Ohne die richtigen Klamotten bringt das alles nichts. Und ich habe heute ein kleines... Da bist du ein guter Partner übrigens, Entschuldigung. Da bist du ein sehr guter Partner für Mr. Basti, denn Basti ist ja seines Zeichens auch ein echter Styler. Also Basti, jetzt kommen die guten Tipps für dich. Leg los. Ja, genau. Und zwar, also das Basic-Outfit ist auf jeden Fall erstmal, man braucht auf jeden Fall eine schöne knallenge Leggings, das ist ja klar. Ne, wir wollen ja gerne als 80er Glamrocker auftreten, so brauchen ein lockeres T-Shirt irgendwie. Haare sowieso, die sitzen ja sowieso schon, natürlich mit einem schönen Bandana. Da fangen wir mal unten an, also auf jeden Fall müssen es ein paar schöne Cowboy-Boots sein, die müssen auf jeden Fall dazu. Anders geht es nicht. Dann, ganz wichtig, damit die Leggings auch hält, brauchen wir irgendwie einen schönen Gürtel, am besten ein bisschen was Glitzeriges und auch gerne ein bisschen mit klipperigem Metall. Das was für Basti auch. So, sehr schön, sind wir auch schon außenrum relativ komplett. Das passt schon ganz gut. Ja, machen wir bei den Armen weiter. Die sind noch relativ nackig, wie ihr seht. Da muss was passieren. Da fangen wir schon mal mit knalligen Farben an. Dann nehmen wir diese schönen 80er Schweißbänder in den knalligen Farben. Der Blick von Basti ist gut. Geh mal einmal in den kompletten Schmuck. Ich habe nochmal so ein schönes Leopardenarmband vorbereitet hier. Das kann man mal ganz gut mal umnehmen. Leo-Look geht eigentlich immer. Zurück. Oh. So, dann haben wir noch ein anderes schönes Armband für die andere Seite. So. Dann ganz wichtig, wir brauchen noch Handschuhe, weil jeder Glamrockstar braucht solche Handschuhe. Die kann man auch frei beliebig kombinieren, wie man möchte. Ich habe jetzt einen links und roten genommen. Für die rechte Seite gibt es dann mal einen schwarzen dazu. So, dann sind wir damit soweit erstmal schon mal fertig, was die Arme angeht. Dann kommen wir weiter. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine schicke Kette. Da muss ich natürlich die altbekannte Diva-Kette nehmen, weil das ist nun mal mein Markenzeichen. Die gehört auf jeden Fall dazu. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine vernünftige Sonnenbrille. Am besten eine schön verspiegelte hier. Wir nehmen heute mal die hier. Dann kann man auch schön nachts in die Kluft gehen. Dann kann man auch nichts mehr sehen. Das ist gut. Ja, es muss noch ein bisschen mehr glitzern. Also ein bisschen was für ein Haar nochmal. Einen kleinen Schal. Nicht schlecht. Dann ist man eigentlich schon fast soweit fertig. Man kann auch noch mal so ein extra Accessoire nehmen. Ich habe ja noch so eine kleine Gürteltasche vorbereitet. Die passt auch immer noch ganz gut. Was ein Typ, ey. Ja. So, und naja, wir haben ja auch schon heute gehört, die Schöner kommt nicht nur von außen, sie kommt auch von innen. Und ich finde, wir trinken auch zu wenig. Und da würde ich vorschlagen, ich habe so ein kleines Lässerchen mitgebracht. Ja, wunderbar, da klingelt die Schnapsglocke auch schon wieder. Ja, Mensch, einen riesengroßen Applaus, gehen wir in den Gesamtzoom-Chat bitte. Einen riesengroßen Applaus für Mr. James D. West und seine Styling-Tipps. Applaus und Prost natürlich. Sehr, sehr schön, Alter. Ich einmal was zu sagen darf. Ja. Bitte. Wenn ihr den James richtig schick sehen wollt, geht mal auf Facebook und guckt mal sein letztes Video von gestern an. Ich glaube, da macht er die Eisprinzessin nach von Disney. Ich weiß das nicht mehr genau. Aber ich habe es gesehen. Ich bin immer noch verstört. Danke, James. Ich habe es gesehen.
Ich konnte es leider nicht runterladen. Prost auf dich. James D. West, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein großartiger Gast. James, du kannst gerne bleiben, wenn du willst. Kannst du dich frei entscheiden. Aber auf jeden Fall war es mir eine riesengroße Freude, dich in der Show gehabt zu haben. Vielen Dank. Ich war gerne da. Großartig. Vielen Dank. Machst du noch einmal die Bilder kurz an von Nina und von James, wenn das geht, damit wir uns das noch einmal ganz kurz angucken im Chat. Da seht ihr nochmal Dom Nina natürlich. Großartige Bilder. James, so wie wir ihn kennen. Ah, schöne Frau. Und genau zu dieser schönen Frau kommen wir jetzt. Und deswegen gehen wir zurück in den Zoom-Chat und machen Nina mal groß. Nina, schön, dass du auch da bist. Du hast dir auch was Schönes überlegt für heute, hoffe ich. Nochmal, was meintest du? Hast du auch einen guten Beauty-Tipp für uns? Auf jeden Fall. Erstmal habt ihr ja wunderschöne Bilder von mir rausgesucht. Da hat sich ja echt jemand Mühe gegeben. Ja, hallo, Christo war's. Super, Christo. Ja, danke. Ich habe natürlich Beauty-Tipps. Vorhin wurde ja gefragt, wie man sich irgendwie auf Tour oder Festivals oder wie auch immer abschminken kann. Da habe ich einen super Tipp. Das ist so ein lustiges Pad hier. Das sieht aus wie ein, es könnte auch ein Schaf sein. Also falls ihr kein Pad habt, findet ein Schaf, nehmt ein Schaf und reibt euch damit schön im Gesicht rum. Dann geht alles sofort super ab. Das Ganze ist, ich mache auch überhaupt keine Werbung hier. So Make-up-Remover-Pads, damit funktioniert das super. Also, falls kein Pad zur Hand, nehmt ein Schaf. Dann zum Thema Haare hatten wir ja auch was. Wie kann man sich Haare waschen, ohne dass man Wasser hat? Ich kann ja nur empfehlen hier, ne? Trockenshampoo. Weil, Trockenshampoo ist eine gute Sache. Mit schönen roten Haaren darf man sich natürlich auch nicht jeden Tag die Haare waschen. Weil, da kennt sich Sabrina mit aus, als sie noch rote Haare hatte. Ja. Na, egal. Mach weiter. Ja, ich hatte bis gestern Mittag hatte ich auch noch rote Haare. Genauso wie du. Du hast auch Shampoo benutzt. Und dann habe ich das Shampoo benutzt und seitdem sind sie schwarz-braun. Ja, ich weiß auch nicht genau. Also schwarz-braun, schwarz-braun. Ja, und auch das. Bier. Und Bier und Ei und es wird einfach nicht besser. Das ist genauso wie meine Schönheits-OP, die ich habe machen lassen. Ich meine, mich schöner machen ging ja dann nicht mehr eigentlich. Aber ich habe mir eine dritte Brust einfach auf den Rücken implantieren lassen, damit mein Mann häufiger mit mir tanzt. Da hättest du vielleicht 5 Brüste implantieren lassen sollen. Aber das ist auch hübsch. Naja, egal. Nina, wir haben dich unterbrochen. Geht weiter. Ja, geht weiter. Was habe ich denn noch Schönes? Und zwar, wenn es heiß ist auf Festivals oder kurz vor der Bühne habe ich hier so ein schönes, kann man das sehen, Facial Water Spray. Das sprüht man sich dann einfach so hübsch ins Gesicht und dann wirkt das Ganze erfrischend. Habe ich jedes Mal mit, wenn ich irgendwo bin, wenn es irgendwo warm ist und ich werde immer drum beneidet und darf dann immer schön alle ansprühen. Wie groß ist deine Tasche, wenn du unterwegs bist? Fragen wir nach Tasche oder Koffer? Ja, wie groß ist dein Koffer, wenn du so auf dem, ich sag mal, auf dem Holy Ground zum Beispiel unterwegs bist, im Infield und diese ganzen Utensilien dabei hast? Tatsächlich war ich da noch nie. Ich bin noch nie in diese Situation gekommen, aber es gibt die Sachen auch alle in klein. Und ich meine, Trockenshampoo braucht man jetzt nicht unbedingt vor der Bühne oder auf der Bühne, sondern eher, wenn man sich dann fertig machen sollte. Und die Wasserflasche, die kann man, auch wenn solche Flaschen nicht erlaubt sind, die mit Gas sind, dann nimmst du halt eine Wasserflasche mit so einem Ventilator-Ding dran. Die gibt's auch noch, super. Was ich dazu sagen kann, diese schönen Zerstäuber-Blumenspritzen, kennt ihr die? Ne? Die sind auf dem Festival auch dafür sehr geeignet. Haben wir selber schon ausprobiert. Und es gibt die auch mit Ventilator, mit Batterien, dann sprühst und der Ventilator macht dann noch schöne Luft ins. Super. Ja, herrlich. Also der Ventilator und das Bestäubungsgerät ist jetzt nicht so unbedingt ein Beauty-Tipp, aber war auf jeden Fall eine gute Empfehlung für Festivals. Aber Trockenshampoo nehmen wir auf jeden Fall mit und das Schaf zum Abschminken sollte man auf jeden Fall immer dabei haben. Das finde ich wirklich großartig. Danke, Nina. Danke, schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Wo kann man dich das nächste Mal bewundern? Das nächste Mal, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche ja immer noch im Drag Racing weiterzukommen und versuche in die Staaten zu kommen und mit einem Fernsehsender und versuche meine nächste Drag Racing Lizenz zu machen.
Aber da können wir ja vielleicht mal Saskia fragen, die ja mit ihrem Yoga fertig ist. Erstmal einen riesengroßen Applaus an Saskia und ihre Metal-Yoga-Stunde. Also mehr geht nicht, muss ich echt sagen, mehr geht echt nicht. Bauch, Beine, Po ist bei Henna besser geworden während der Stunde. Habe ich, ist auf jeden Fall besser geworden, man sieht's auch. Aber Saskia, kannst du nicht Nina da mal in Amerika, ich meine, du bist ja in Florida, da mal ein bisschen reinbringen in die Drag-Szene? Ich muss das letzte nochmal sagen, da hat der Dan gerade ganz doll unterbrochen. Was? Was? ihr habt schon heimlich geflirtet anscheinend, ich sehe es, ich merk's. Nina ist ja, will ja ein bisschen nach Amerika und ein bisschen mehr in die Drag-Szene rein. Und sie ist ja eine Drag-Queen. Und hast du da vielleicht ein paar Tipps für sie, wie sie da irgendwie nach Amerika kommen kann? Ja, am besten in große Städte, ne? Las Vegas, New York, baby, Nashville, Los Angeles. Those are the places to be. Es ist herrlich. Und ansonsten würde ich sagen, ja, einfach drauf losgehen, viel Dekolleté zeigen und einfach das nur geht. Super frech sein. Ich meine, ich versuche viel es, Dekolleté. Aber es ist ja kein Star. Also Saskia, du bist wirklich wunderschön, aber das kannst du vergessen. Ja, bei den Schönheits-OPs. Ja, genau. Es hat sich völlig unbemerkt in Maschines Late Night Show der Alkohol eingeschlichen. Komisch eigentlich, aber wir waren heute sehr konzentriert eigentlich, die anderthalb Stunden, die wir jetzt schon dabei sind. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir möchten jetzt ganz kurz ein bisschen Musik, damit ich zum Beispiel auf die Toilette gehen kann. Ich darf nicht mehr pissen sagen, weil meine Mami sich beschwert hat, dass ich immer so Fäkalworte benutze. Deswegen möchte ich ganz gerne das stille Örtchen aufsuchen und möchte von den Aliens, meine Lieben, my dear Alien Rocking Explosion, einen wunderschönen 3-Minuten-Song. Give me a 3-minute song, please, Aliens, that I can have a pee for a short moment. And after that, we have to quit this beautiful beauty show. And but stay, please, to everyone, because I have to say goodbye and I want your last words in that show. So, my dear Alien Rocking Explosion, you look so beautiful tonight. It's amazing. Give us a very, very... smashing 3-minute song, please. Right from now. Go on. I got tears of multiplying and I'm losing control. That's the power you're supplying. Yeah. Yeah. Ben Schaefer, cause I need a man. My heart is telling you, Ben Schaefer, better answer. My heart, I'm asking you. Nothing, love, 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 love is true. You're the woman I want, you are the one I want. I'm the one I want, you are the one I want. Ich glaube, Bass ist auf Toilette. If you feel with affection, you're too shy to face. Meditate in my direction. I may say nothing, cause you need a man. I need a man who can keep me satisfied. I better say nothing if I'm gonna prove. You better prove, am I paying me satisfied? Yes, I do. Yes, I'm too lucky. You're what I want, you're what I want. Oh, yes.
Oh yeah, my dear Alien Rockin' Explosion! Unbelievable! That was great. Sorry. Okay, und damit sind wir zurück, meine lieben Freunde. In Maschines Late Night Show Beauty Special oder Beauty Spin-Off, wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin gerade noch ein bisschen unsortiert. Dan, kannst du mal kurz was sagen? Ja, natürlich. Basti, mein Schatz, hörst du mich? Ja. Sag mal, wir hatten 2012 einen wunderschönen Abend an der Hotelbar vom Withpool Force Festival, wo ich aus dem Hoteltypen für uns zwei noch einen Whisky-Cola rausgequatscht habe. Meine Das ist ja 8 Jahre her. Das kann aber ja, sein. Meine Frage ist, wann bekomme ich den Whisky-Cola von dir zurück? Na, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Okay, super. So, ja, die Scheiße ist ja nur bloß, wann sieht man sich das nächste Mal, wa? Ja, das stimmt. Also es ist so eine Kacke dieses Jahr, dass ja nur wirklich alle Tage, ich hoffe, dass nächstes Jahr wenigstens die Festivals auch wieder stattfinden. Und dass wir den Rest von unserer Tour auch noch nachmachen können. Wie sehr wart ihr denn als Glockator jetzt von der ganzen Sache betroffen? Also wie viele Gigs sind bei euch jetzt so den Bach runtergegangen? Ja, pass auf, also es war, scheiße, meine Batterie ist hier gleich leer. Hallo? Hallo? Ja, du bist noch da. Ja. So, aber es wird nicht mehr lange halten, die Batterie ist gleich leer. Bei uns sind im Prinzip, wir hatten von der Tour ein Dreiviertel-Teil gemacht. Also wir hatten, 36 Konzerte gemacht. 11 fehlen noch. Die sind auf nächstes Jahr verlegt worden, auf den März, also genau ein Jahr später. Ja, und die Festivals, das waren auch noch mal 10, die sind auch alle ausgefallen. Ja. Also insgesamt über 20 Konzerte. Das ist natürlich nicht schön, so. Aber es war wenigstens so, dass, also wenn das im Oktober gewesen wäre, wäre es noch furchtbar gewesen. Wir hatten ja so im Prinzip, also von Oktober bis 4. März hatten wir das letzte Ding und ja, da ist ein bisschen was hängen geblieben, sodass man dieses Jahr überleben kann, quasi. Geschichte kommt mir bekannt vor. Ja. Ich unterbreche einmal ganz kurz. Sehr, sehr schön. Ich bin genau Bastis Meinung. Definitiv, wir hoffen natürlich, dass 2021 alles wieder stattfinden kann, so wie es stattzufinden hat mit allen Bands, die wir lieben. Und der Stammtisch, und so nenne ich jetzt den Zoom-Chat, nicht den Zoom-Chat, sondern alle, die zuschauen, also den ganzen Chat auf Facebook, verlangt nach einer Schnapsglocke. Und deswegen trinken wir einen Schnaps, nicht, dass sich irgendwie jemand nochmal beschweren kann, und gehen wieder zurück in den alten Chat. So ist es. Und ich sag mal auch Prost. Prost, Christo. Prost. Mm. So, meine Lieben, wir haben schon wieder 20 Minuten überzogen. Und das ist auch gut so. Wir wollen ja immer auch überziehen. Und deswegen frage ich Sabrina jetzt nochmal, gibt es Fragen noch aus dem Chat, egal wie die Fragen auch immer geartet sind? Also betreffen sie irgendwas? Betreffen sie Beauty? Betreffen sie zum Beispiel mich, wie ich toll aus heute sehe und so? Oder bin langsam besoffen? Es war nur noch eigentlich eine große Frage, die jeden interessiert hat. 72 Stunden, Deus, hält der Name, was er verspricht? Eine sehr gute Frage. Ich möchte die Frage als allererstes natürlich an Saskia stellen, die ja am meisten geschwitzt hat heute in der Sendung. Insofern, Saskia, 72 Stunden, Deus, halten die oder halten die nicht? Also ich würde sagen, die halten nicht, leider Gottes. Ich würde einfach für 48 Stunden gehen und dann einfach danach weiter stinken. Aber 48 Stunden. Sehr schön. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Ich meine, also ich benutze ja gar kein Deo, weil Natur ist Natur. Und ich stinke halt lieber. Check. Ich sag jetzt nichts. Nein, Saskia riecht tatsächlich wirklich immer gut. Was sagst du dazu? Alle malen. Also 72. Was sagst du dazu, Nina? Irgendwann müssen die Poren ja auch mal wieder atmen können, ne? Also ja, das stimmt. So ganz Nina, was sagst du dazu? Ich habe ein Auge gesehen. Auf jeden Fall 48 reicht aus. 48 reicht. Nina, was ist bei dir mit 72 Stunden Deos? Muss ich nicht ausprobieren. Ich habe das Glück, ich stinke nicht. Auch gut. Henna, du stinkst ja normalerweise. Was ist bei dir mit 72 Stunden Deos?
Ja, deswegen, ich benutze auch kein Deo, ich stink immer nach Schnaps. Also das ist auch so. Kommt von der Haarkur. Das infiziert ja, oder? Ja. Aber ich habe hier noch so einen kleinen Tipp, ne? Ihr kennt doch eigentlich auch die Festo-Dusche, oder? So unter den Waschbecken schnell mal die Achselhöhlen so ein bisschen feucht machen. Oder? Ja, natürlich. Vielleicht hilft der auch Trockenshampoo. Stimmt. Prost. Okay. Aber waschen wir doch euren Suit. Waschen ist zwischendurch auch mal ein Ziel. Ist jetzt eigentlich aktuell wieder Heavy Metal oder ist Waschen immer noch eher was für Büroangestellte? Ja, die Frage ging irgendwie ins Nichts. Die geht mal so einfach stumpf an alle. Beziehungsweise fangen wir doch mal bei Basti an. Was meinst du? Ist Waschen Heavy Metal? Also ich wasche mich eigentlich jeden Tag, muss ich dazu sagen. Ich finde das, empfinde es auch als mördermäßig unangenehm, wenn ich mich mal jeden Tag nicht duschen kann. Also ist einfach so. Außerdem bin ich, muss ich auch noch ehrlich dazu geben, was viele fürchterlich finden, aber ich stehe auf teure Parfums. Alter, da haben wir eine sehr... Warte, da muss ich einschreiten, denn wir haben eine tolle Werbung für ein Parfum der Extraklasse aus dem Hause Arrogante Sau, also ein Parfum, was ich kreiert habe. Hier ganz kurz der Werbespot. Hey, Taxi. Das Aftershave mit dem explosiven Duft eines Eau de Toilette. Mit diesem Duft kann dir alles passieren. In drei exklusiven Duftnoten. Der neue Duft aus dem Hause Maschines Late Night Show, Arrogante Sau, jetzt zu bestellen im Online-Shop bei Maschines Late Night Show. Vielen Dank. Ich finde das ganz schön, Basti, dass du, der ja eigentlich so am ungepflegtesten aussieht hier im Chat, eigentlich dich am meisten pflegst. Also, finde ich großartig. Man kann also auch so aussehen. Ja, man kann auch völlig zerrupft aussehen und trotzdem gut riechen. Geil, Alter. Das ist allerdings schwerer, gut gepflegt, allerdings zerrupft auszusehen, als gut gepflegt zu sein und auch gut gepflegt auszusehen. Ja, wenn man die Mörderkohle von Basti verdient, kein Problem, ey. Mörderkohle, schön wär's, ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, so langsam aber sicher gleitet diese Show in Abgründe ab, die wahrscheinlich alle interessieren, aber das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen weiterhin adäquat für euch da sein. Und ich weiß nicht, was Dan jetzt noch als letzten Beauty-Tipp für euch hat. Dan, was hast du denn noch als letzten Beauty-Tipp? Das ist kein Beauty-Tipp, das ist ein einfaches Warpaint für den Festivalbesuch. Man braucht dazu nur ein Kajalstift und ein bisschen normale Creme. Und also es ist keine Werbung. Und dann kann man sich halt ganz schnell noch vor dem KISS-Auftritt dementsprechend irgendwie ein bisschen zurecht machen. Und dann sieht man halt auch fürs Heavy Metal Festival oder Grindcore Festival oder was auch immer für ein Scheißdreck-Festival, adäquat aus und kann auch mit den coolen Jungs dann pissen gehen. Das und wenn man jetzt und man sieht sofort mit und wenn man das jetzt alles verreibt, dann ist man schwarz, oder was? Was sagst du? Wenn man jetzt alles verreibt, dann hat man ein schwarzes Gesicht, oder? Nein! Also, hallo? Also, wenn das jetzt nicht... Also, Gene Simmons hätte es nicht besser hinbekommen in der Zeit. Nee, also... Das würde ich auch sagen. Ja. Zum Verwechseln okay, ähnlich. Ist die Zunge denn auch so lang? Ihr hübschen Menschen. Ich will jetzt natürlich nochmal das Late Night Animal Sascha befragen, der heute eigentlich auch als Beauty-Experte mit am Start war. Leider Gottes die letzten Tage ein wenig viel gearbeitet hat, was auch vollkommen okay ist, denn wenn man mal schon mal wieder Arbeit hat, ja, zumindest im Veranstaltungsbereich, dann sollte man das auch tun. Insofern, Sascha, hast du denn deinen Beauty-Tipp eigentlich noch vorbereitet bekommen, den Auspuff föhnen oder nicht? Ich habe es noch versucht und der Prototyp ist kläglich gescheitert. Darum sitze ich jetzt hier auch wieder in diesem Zimmer und ärgere mich ein bisschen. Sieht komplett zerstört aus, weil ich die letzten drei Tage doch echt gut zu tun hatte mit einem Videodreh.
Und wenn ich sagen darf, wir planen, glaube ich, das erste Open Air Norddeutschlands, Eintagesfestival, wo du wahrscheinlich auch bei bist, glaube ich. Na, das hoffe ich doch mal. Wer dazu was wissen will, ich glaube, Montag oder Dienstag werden da Neuigkeiten bei Facebook auf jeden Fall präsentiert. Wir werden darauf achten und wir werden das Word spreaden, mein Lieber. Und den Auspuff föhnen, das ist nicht vergessen, ganz ehrlich, das ist ganz tief in meinem Kopf. Den werden wir irgendwann bei Doggy Dance Beauty Tips in der nächsten Late-Night-Show auf jeden Fall mitmachen. Ich verspreche, ich werde das Ding vorbereiten, ich werde es zum Laufen bringen und ich werde es definitiv durchziehen. Ganz kurz, Sascha, zu deinen anstrengenden Tagen, die du jetzt hattest, die du schon 800 Mal betont hast, dürfte ich den Zoom-Chat einmal aufhaben, bitte? Sascha, mach bitte einmal den Finger so. Mach mal den groß. Und dann machst du so. Und dann machst du... Ja, ich weiß, das war genau das. Das war meine Idee. Arsch. Hat gut gepasst. Dankeschön. Ich möchte euch einmal ganz kurz, ich möchte euch unsere Dingskamera funktioniert leider nicht. Also die Kamera, die quasi so als mobile funktioniert. Deswegen möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Da hinten war der Auftrittsort von Donald Trump. Das ist Christo. Können wir einen großen Applaus für Christo bitte haben? Der hat heute wirklich alles zusammengehalten an Technik, was irgendwie zusammenzuhalten geht. Also mehr, mach dich mal groß, Chris. Ah, du bist ja groß. Ich bin groß. Ah, das ist ja super, du bist groß. Den Donald Trump da hinten finde ich mega. Naja, wie auch immer. Ich muss jetzt leider Gottes diese wunderbare Beauty-Show, die jetzt schon zwei Stunden lang, fast zwei Stunden lang geht, beenden. Nicht ohne einmal die Aliens nochmal groß zu machen. Denn die Aliens... Die haben ihren Namen geändert in Ivan und Saskia. Das finde ich sehr schön. Guck mal, Maria ist Saskia jetzt. But Maria, you have to do, Maria, you have to do these, was heißt Zopf auf Englisch? Braids. Tail. Was? Braids. Great? Tail. Braids. Maria, you have to do braids. If you want to look like Saskia, you have to do braids. Yeah, just redid mine. You see that? Ah, she has. Yeah. Alright, very cool. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss jetzt einmal ganz kurz auf die Totale gehen. Es tut mir wirklich leid, ich würde stundenlang gerne noch hier im Zoom-Chat mit all diesen wunderbaren Menschen rumeiern. Wir gehen einmal ganz rüber in die Totale und wir haben natürlich auch noch ein wenig Munition für Stimmung und Stimmung und Stimmung. Und deswegen ist es jetzt einfach mal aus. Das war Maschines Late Night Show Beauty Spin-Off. Es war ein riesengroßes Fest mit euch allen, diese Beauty Show zu feiern. Wir haben alles gegeben und ich hoffe, ihr habt auch alles gegeben. Ich hätte sehr, sehr gerne eigentlich Bilder von euch, wie ihr die Beauty-Tipps nachgespielt oder selber ausprobiert habt. Ich hoffe, ihr habt euch einiges gemerkt. Es war viel Quatsch dabei, aber auch viel Gutes. Und das wollen wir in Erinnerung behalten. Und ich möchte mich jetzt, schalten wir nochmal zurück in den Zoom-Chat, mein lieber Christo, bedanken bei allen, die mit dabei waren. Einen riesengroßen Applaus für Henna an den Drums von Kaiser. Das war ein großartiger Tipp. Also mehr geht echt nicht. Schön, dass du dabei warst. Bitte deine letzten Worte, Henna. Ja, die sind nicht lang. Bleibt schön, denn ihr seid schön. Vielen, vielen Dank an unsere Gäste, die dabei waren. James D. West. James, sag uns deine letzten Worte. Und du siehst toll aus übrigens heute Abend. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Maschine. Meine letzten Worte, da würde ich mich gerne meinem großen Vorbild anschließen. Take care of your hair. Take care of your hair. Check. Das ist mal ein Beauty-Spruch, den ich mir wirklich merke. Take care of your hair. Alter, das ist wirklich geil. Vielen, vielen Dank an Nina von Horn, meine Süßen. Schön, dass du dabei warst. Nina, gerne, auch von dir natürlich gerne. Die letzten Worte. Mal schön flauschig bleiben. Schön flauschig bleiben. Und immer ein Schaf dabei haben. Richtig. Perfekt. Dankeschön an dich. Ein riesengroßes Dankeschön an meinen Gast Buzz D von Knorkator. Schön, dass du dabei warst.
Danke, danke. Und natürlich auch deine berühmten letzten Worte. Meine letzten Worte wären, Leute, macht, was euch Spaß macht und lasst euch nicht unterkriegen von der ganzen Scheißsituation, die im Moment herrscht. Werden wir nicht. Wir werden immer weitermachen, Basti. Definitiv. Grüß mir die anderen bitte, ja? Ganz lieb. Das werde ich tun. Sehr geil. Einen riesengroßen Dank natürlich auch an meinen Mitmoderator, meinen kongenialen Partner und den Inhaber der Rubrik Kosmetiktipps und Pflege auf Tour, Doggy Dan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alter, du siehst sowas von geil Death Metal aus. Meine letzten Worte. Gib uns deine letzten Worte, Dan. Meine letzten Worte wären heute in honor of our special guest heute Abend. Long hair, red leggings, baby, that is all that I need. Geht raus an John Dieber. Leider Gottes warst du eingefroren, aber es macht nichts. Es ist auf jeden Fall ein schönes Standbild, was du da hast. Aber es sind alle irgendwie eingefroren gerade, ne? Hey, du bist eingefroren. Ich bin eingefroren, super. Bei mir seid ihr eingefroren. Ja, wir sind alle. Egal. Wir bewegen uns alle. Bei mir passiert hier irgendwas. Verbindung wird aufgebaut. Irgendwas, ich weiß nicht. Könnt ihr mich noch hören? Ja. Da ist zu wenig Schnaps im Spiel. Okay. Ja. Du, wenn ihr mich noch hören könnt, ist alles wunderbar. Ist überhaupt kein Thema. Ja, ich verabschiede mich natürlich bei der großartigen Saskia. Saskia, das war heute wirklich wieder mal ein absolut wunderbares Metal-Yoga. Und ich meine, Body-Shaping at its best ist eigentlich noch untertrieben. Saskia, schön, dass du dabei warst, dass du das wieder durchgezogen hast. Gib uns auch bitte deine letzten Worte. Take care of your bitch face. Das muss ich aber tatsächlich wirklich nochmal kommentieren, weil das Gesichts-Yoga, ja, genau dieses Bitch-Face-Yoga, wurde in Maschines Late-Night-Show entwickelt und alle im Chat jetzt bitte einmal, mach mal den Chat bitte groß, alle bitte einmal Bitch-Face-Yoga mit Saskia. Das wird mein neues Profilbild. Übrigens, das ist mega gut. Dankeschön, Saskia. Das war wirklich toll. Ich danke. Vielen, vielen Dank auch an mein Late Night Animal Sascha, ein wohlbekannter Gast in beziehungsweise Mitarbeiter in Maschines Late Night Show. Er ist ja Teil des Teams. Den Auspuffföhn werden wir auf jeden Fall nachholen. Es hat was mit einer Harley zu tun und irgendwas, was man dann mit den Haaren macht. Schön, dass du dabei warst, Sascha. Und erhol dich ein bisschen und geh schlafen. Ja, mache ich. Aber erst trinke ich noch den Rum aus. Viel ist nicht mehr. Ja, mach das gerne. Mach das gerne und sag uns bitte deine letzten Worte. Kannst Werbung machen? Mimi. Nein, Werbung, nein, brauchen wir nicht. Achtet, Montag oder Dienstag einfach mal auf meinem Profil auf Facebook, wenn ihr Bock habt auf ein Tagesfestival. Und ansonsten, ride hard and stay heavy. Perfekt. Die Aliens kommen gleich. Vorher verabschieden wir uns natürlich auch gleich noch bei Sabrina. Sabrina, du hast das heute wieder adäquat gelöst. Hast alle Fragen, zumindest die, die gut sind, rausgesucht. Schön, dass du dabei warst. Auch von dir natürlich die letzten Worte. Die letzten Worte? Ach, keine Ahnung. Ich bin dieses Wochenende hat mich geschafft. Ich hoffe, wir schaffen euch alle auch irgendwann mal. Irgendwann. Jetzt haben sich ja erstmal alle ausgeruht. Das heißt, es wird eine Weile dauern, bis wir alle geschafft haben. Ich freue mich auf jeden Fall definitiv auf die ersten Live-Shows und in dieser Runde irgendwann mal auf der Couch bei mir in der Sendung in Live zusammenzusitzen, wäre mir eine innere Befriedigung. Also Dankeschön, Sabrina. Schön, dass du wieder mit am Start warst. Auch wenn du keine roten Haare mehr hast, siehst du immer noch toll aus. Und wir haben jetzt, schaltest du mal bitte einmal ganz kurz auf die Totale, mein lieber Christo. Wir haben jetzt natürlich für euch als allerletztes in dieser Show, die schon wieder 2,5 Stunden lang dauert und ewig lange überzogen ist, die allerletzte Schnapsglocke des heutigen Abends. And my dear ladies and gentlemen, of course, the Alien Rocking Explosion with the last song for today.
Du musst immer von der Seite kommen, Anna, weil du sonst immer ganz komplett. Guck mal, dann sieht man dich auch besser, wenn du. Okay. Guck mal, so, geil. Das ist übrigens Anna. Anna macht, die ist sehr schön, die Schnapsbeauftragte. Und wir müssen natürlich auch nochmal eine junge Dame dazu holen, die sonst immer in Maschines Late Night Show dabei ist, aber diesmal keine Basteltipps hatte, sondern alleine eine Beauty ist. Einen riesengroßen Applaus für meine Bastelexpertin und ich hoffe, sie ist in der nächsten Show auch wieder dabei. Begrüßt mit mir Alexa! Yay. Nee, da musst du rein. Ja, genau. Ah, guck mal, da ist sie. Ah, sehr schön. Okay, dann gehen wir wieder in Zoom-Chat, mein lieber Christo, und stoßen einmal noch gemeinsam an, das letzte Mal am heutigen Abend. Es war mir eine reine Freude, mit euch allen zusammen zu sein. And the aliens are drunk. It's the first time that the aliens are drunk. I can't believe it. Unbelievable. Aliens! Aliens! Das sind Aliens! Das sind wahre Aliens! Real Aliens! Ihr seid alle so geil, scheiße! All beautiful! So, Aliens, are you in der Lage to play the last song? They are. Ladies and Gentlemen, der letzte Song des heutigen Abends kommt natürlich von meiner wunderschönen Showband live aus Madrid, The Alien Rocking Explosion. Es war ein großes Fest. Auf Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Wir begrüßen euch wieder in Maschines Late Night Show, wenn es denn soweit ist. Auf Wiederschauen. Pistole funktioniert nicht mehr. Total. Oh yeah! Hallo! Das war's, meine lieben Freunde. Auf Wiedersehen. Am nächsten Sonntag haben wir eine Maschines Late Night Show Pause. Das heißt, am nächsten Sonntag wird keine Late Night Show stattfinden. Dafür aber dann wieder am übernächsten Sonntag natürlich. Achtet auf jegliches Spin-off und natürlich auf alles, was da so online kreucht und fleucht. Mein Name ist Maschine. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Maschine! Und natürlich warum? Weil ich so eine verdammt arrogante Sau bin. Das war's. Vielen, vielen Dank. 2 Stunden Beauty Show. Mir hat's Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank.